Guten Abend, hallo Tyrawal, schön, dass du da bist. Ach ja, so, wir machen nichts mehr. Meine Frau hat Kopfschmerzen leider. Und von daher, freie Bahn für Jagged Alliance. Also, sie ist jetzt eigentlich wieder negativ, von daher. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht wieder positiv. Naja, ich habe jetzt einiges vor mir in Jagged Alliance. Ich habe schon mal so ein bisschen vorgeschnuppert und geguckt, was ich als nächstes machen muss gestern. Aber nicht weitergespielt. Aber es wird echt nicht einfach jetzt. Also sie hat ja angekündigt, dass eine Truppe, also Daedraenna, die Königin, oder was auch immer, die Herren, die hat ja angekündigt, dass ihre besten Männer kommen sollen, um Drassen zu verteidigen. Und das wird üblicherweise auch ein ganz schöner Ritt. Und ich bin gespannt, wie viel jetzt hier tatsächlich kommen werden und wie anstrengend das wird. Also ich denke mal, ich werde nicht ohne Speichern hinkommen, ohne Speichern und Neuladen. Weil das ist halt auch sehr, sehr viel vom Zufall abhängig und ich möchte eigentlich nicht, dass Söldner sterben. Ich kann es mir auch gar nicht leisten. Mir geht es ganz, ganz okay. Also, ich habe auch immer wieder ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Husten. Also, alles so auf einem bisschen Level. Ich fühle mich halt nicht so gesund, nicht gesund so, als könnte ich jetzt irgendwie Sport machen oder sowas, sondern halt ein bisschen angeschlagen. Aber ja, und es ist relativ gleichbleibend seit ein paar Tagen eigentlich. Bäume ausreißen ist nicht, nee. Also ich war ja, ich meine, ich bin ja jetzt aktuell sowieso in Quarantäne, von daher kann ich ja gar nicht oder darf ich ja gar nicht raus. Außer zu medizinischen Anlässen oder sowas. Aber sonst war ich ja immer auch laufen und Fußball spielen. Und das würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Und auch hier, ich hätte jetzt hier auch wirklich mit dem Einschalten von Liegestützen hätte ich jetzt schon wirklich ein Problem. Genau. Aber so, mir geht es jetzt nicht so schlecht, dass ich irgendwie nur schlafen will oder sowas. Ich bin viel müde, das ist schon so. Und dadurch, dass ich halt in Quarantäne bin, ist halt auch meine Tochter in Quarantäne und deswegen muss ich mich halt tagsüber um sie kümmern. Aber das ist jetzt ab morgen für sie vorbei. Und dann für mich ab dem Zeitpunkt, wo ich dann halt negativ getestet bin. Also die Zeit ist auf jeden Fall um. Dass ich sozusagen höchst infektiös bin oder so. Aber der Test ist immer noch relativ klar, der Selbsttest. Aber tja, mal gucken, wie es morgen aussieht. Rein theoretisch, wenn morgen der Test anzeigt, dass ich negativ bin, dann dürfte ich eigentlich wieder raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass der morgen negativ ist. Also der ist halt jetzt immer noch relativ klar zu sehen. Und wie gesagt, bisschen Kopfschmerzen und so, bisschen schlapp fühlen und also ich merke schon, ich habe halt irgendwas, ja. Okay. Aber man kann sich mit Zocken ganz gut ablenken. Und danke dir, Tyrell. Ja,
Genau, man kann sich mit Zocken ganz gut abhalten. Und ich möchte hier auf jeden Fall gerne weiterspielen. Und was wir jetzt dringend machen müssen, ist nicht nach C13 gehen, sondern erst einmal die Dinge einsammeln, die jetzt hier noch gefallen sind. Da ist ja einerseits der Rucksack von Chris dabei, den ich vielleicht sogar dem Grizzly gebe, weil der einfach mehr tragen kann, weil der eine größere Kraft hat und in dem Rucksack ist sowieso nichts drin, was Chris braucht. Was ich jetzt mal rausnehmen werde, sind die Makarov-Magazine. Denn die werde ich mal Ira geben. Und vielleicht andere Sachen da reinpacken. Ich hätte hier zum Beispiel das TNT, das ich aktuell nicht verwerten kann, wenn ich mich nicht irre. Hier ist ein Fernzünder dran. Damit könnte man was ausprobieren. Damit könnte man was ausprobieren. Genau. Das probieren wir vielleicht auch aus. Aber wir haben keinen zweiten Fernzünder. Deswegen ist das andere TNT jetzt erstmal nicht verwertbar. Deswegen packe ich das in die Tasche. Und ich könnte die Gewehrmagazine. Diese hier, die 556er, die kann ich ja auch noch nicht verwenden. Das ist auf jeden Fall ein relativ übliches Magazinformat später für Gewehre oder Sturmgewehre. Ja, und dann schauen wir mal, wer hat denn noch kein Erste-Hilfe-Kit? Auf jeden Fall sollte Fox eins bekommen, denn Fox ist ja auch eine Medizinerin und so wie ich gesehen habe, sogar meine beste Medizinerin mit 70. Deswegen kriegt es Fox. Vielleicht kann. Nee, passt nicht noch ein zweiter Energiebooster rein. Ist halt sowieso ein bisschen die Frage, ob ich den jetzt hier mitnehmen soll, den Energiebooster. Den kann ich eigentlich auch liegen lassen. Der ist nicht so wichtig. Ich werde mal gucken, dass ich die Arzttaschen wieder voll mache. Man kann die nämlich, also sie sind ja hier immer ein bisschen angefangen sozusagen, wenn sie benutzt wurden. Und man kann aber die zusammenschieben und man kann die wieder alle auf 100% bringen. Und das ändert halt nichts am Gewicht. Also eine Tasche wiegt halt jetzt hier 1,8 Kilogramm. Wenn ich ihr jetzt zwei Taschen gebe, dann erhöht sich ihr Gewicht von 42% auf 49%. Wenn ich aber stattdessen die Taschen weiter voll mache, dann ändert sich da nichts. Und jetzt habe ich sie wieder voll gemacht. Dadurch kann sie mehr heilen mit dieser Tasche. Und dann gucke ich mal weiter, dass ich vielleicht die ganzen Taschen voll mache, wenn sie noch nicht voll sind. Hier ist auch ein Prozentfilter. Genau. Da fehlt auch ein bisschen was bei der großen. Okay, und dann packe ich die halbe Tasche hier noch da so gut wie möglich rein. Und jetzt ist ja noch ein kleiner Strich offen. So. Und das nimmt vielleicht einfach Chris mit. Und die andere bleibt hier liegen. Und eine Kevlar-Weste kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Die kriegt jetzt die Ira und hat damit eine ganz gute Rüstung. Dann auch von 12%. Wobei, vielleicht gebe ich sie nicht der Ira, sondern ich gebe sie mal an Grizzly, weil der ist öfter im Kampf beteiligt, weil er einfach näher im Geschehen ist. Die Ira, die lasse ich ja immer so ein bisschen hinten, weil die nicht so gut ist im Schießen. Und gebt der Ira die andere Weste. Die Schutzweste hat jetzt hier tatsächlich also vielleicht nochmal zurück. Bei Grizzly hat die Schutzweste jetzt tatsächlich eine höhere Schutzwirkung, aber das liegt an dem Zustand der Weste. Und die Gegenstände werde ich jetzt eh reparieren gleich. So, die Pilotenjacke bleibt also übrig. Die nehme ich nicht mit. Den Pfeil werde ich auch nicht mitnehmen. So, dann haben wir noch einige Waffen.
Müssen wir mal gucken. Das ist, glaube ich, hier alles 9x19. Dann 7,62 mal 25. Das könnte doch die für die Thomson, oder? Ist ja keine Thomson. Für die ja sein, oder? Nee, für die nicht. Für die ist es, glaube ich. Ja, genau. Für die Waffe. Und er hat hier eine passende Pistole auch. Ist die voll? Die ist voll. Okay. Dann mache ich da mal Gewehrmunition draus. Sehr gut. Okay, also Chris hat schon mal Gewehrmunition und ich werde dieses Gewehr an jemand anderen abgeben, damit wir mehr Gewehre haben im Team. Die Pistole, ja, die kann er erstmal behalten, weiß ich auch nicht so genau. Was kann die denn eigentlich? Oh, Reichweite 12, die ist gut. Die hat nur eine Reichweite von 11, Schaden 25, Schaden 24, das ist relativ. Ja gut, die Swings hat eine deutlich höhere Genauigkeit als die CZ. Wie ist das eigentlich mit den Gewehren? Genauigkeit 40 und Genauigkeit 33. Ja, es ist schon das bessere Gewehr, was er jetzt hat. Na, ich würde es mal so lassen. Vielleicht gebe ich ihm einfach mal die Hohlspitzmunition auch für seine Swings noch. Weil die werden wir eher seltener brauchen. Und kann man jetzt hier eigentlich. Nee, leider nicht. An die Waffe leider nicht. Und den Schalldämpfer kann man da wahrscheinlich auch nicht anbringen. Nee. Man könnte es an die Pistolen anbringen. Wäre was man verwenden kann, aber ich glaube nicht bei dem deutlichen Angriff, den wir jetzt hier zu erwarten haben. Was macht denn eigentlich der Schalldämpfer? Der ändert ja auch ein bisschen die Werte der Waffe. Also minus 58, das ist hier das Geräusch, was die macht, die Lautstärke. Der Waffe, da ist das schon durch eine deutliche Verringerung und das ist hier das Aufblitzen des Mündungsfeuers und auch das fällt quasi dann aus, wenn er diese Waffe verwendet. Das ist also eine Waffe, die ist für den Nachtkampf mit diesem Schalldämpfer ziemlich gut geeignet, weil der eben auch das Mündungsfeuer unterdrückt. Steht jetzt aber nicht in der Beschreibung, interessanterweise. So, ich muss mal kurz in Forge of Empires ein Rennen mitmachen in der GG, weil wir haben da jetzt und nachher in ein paar Minuten, ich glaube 42 oder so, nochmal ein Rennen. Ich stelle schon mal ein. Das relativ wichtig ist, dass wir im Zentrum der Karte bleiben. Deswegen werde ich mich jetzt da mal zwischendurch beteiligen. Ist das andere 42? Ja, tatsächlich ist es 42. Okay. Paar Sekunden sind es noch, 5 Sekunden. Mach ich mal. So. Wir wollen ja hier nicht die Gelben in die Mitte der Karte lassen, ne? Soweit kommt es noch. Das sieht auch sehr gut aus. Sind genügend von uns da. Das lässt sich verhindern. Und so kriege ich auch noch mal ein bisschen Zermürbung. Ich bin erst bei 13, aber ich mag nicht. Ich mag nicht. So, wo ist der nächste Kampf? Dann direkt da oben. Da gibt es auch keine Zermürbung. Naja. Dann bleibe ich bei 13. Erstmal. Habe ich jetzt überhaupt Zermürbung oder habe ich Zermürbung bekommen? Nö, 13.
Okay, ein paar Minuten dann nochmal, 42. Können auch was einsammeln. Aber ich wollte hier auf jeden Fall erstmal Forge of Empires spielen. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht nachher nochmal eine Runde. Ach Quatsch, Forge of Empires spielen, Jagged Alliance spielen. Ich habe überlegt, ob ich nachher nochmal eine Runde Forge of Empires anwerfe, um die Gebäude auszutauschen nach meiner Ernte. Ich habe ja so ein paar, also auf jeden Fall so ein Tresor bekommen, in der, na, wie heißt das? In dem letzten Event, Tresor bekommen, dann halt das Fiore-Dorf, das würde ich halt auch aufbauen wollen, und einige von diesen Kits. Für den Siegerplatz, genau. Und da würde ich auch noch ein paar Siegerplätze stellen wollen. Aber ich würde es ehrlich gesagt ein bisschen davon abhängig machen, wie ich hier so durchkomme mit dem Kampf, weil ich würde zumindest den Kampf gerne abschließen heute. Und wenn es länger dauert als die Zeit bis um kurz vor 0 Uhr, sind ja noch gut 2 Stunden. Dann, ja, würde ich weiter hier Jagged Alliance spielen und Forge of Empires muss dann warten. Dann würde ich das erst in der Nacht weiter oder später in der Nacht machen. Dann wäre halt die Frage, wenn dann vielleicht noch jemand von euch zugucken will, wie ich das mache, kann ich dann gerne nochmal irgendwie eine kurze Runde Forge of Empires spielen. Aber wie gesagt, wenn wir vor 0 Uhr durch sind, dann würde ich um 0 Uhr nochmal Forge of Empires anmachen. Und das ist aber wie gesagt davon abhängig, wie gut wir durchkommen. So, dieses Magazin ist auch für die Waffe. Sehr schön, da können wir natürlich noch mehr mitnehmen. Habe ich jetzt übersehen, dass ich ja da noch mehr Munition habe. Gut. Okay. Gut, den E-Booster lasse ich jetzt hier erstmal liegen, weil ich dafür keinen guten Taschenplatz habe. Und jetzt ist es 42, jetzt klingelt der Wecker wieder. Für den anderen Sektor. Ich glaube, es ist noch ein bisschen Zeit. Ja, 15 Sekunden. Nee, ist wirklich keine Zeit. Ich habe ja, wo ich damals geplant habe, die Rennen geplant habe, ein bisschen mehr Zeit eingeplant, als wirklich den Sektor Right on Time auszuschreiben. Also, das ist halt. Hallo Ungezogene. Ja, es gibt Leute, die Jagged Alliance 2 spielen. Spielst du auch Jagged Alliance 2? Ich spiele Jagged Alliance 2 sehr gerne. Die Erwachsenenversion. Ich spiele üblicherweise relativ viel Forge of Empires, dieses Browser-Spiel, falls du das kennst. Aber ich spiele auch sehr gerne Jagged Alliance 2 und mich hat es in den letzten Wochen sehr in den Fingern gejuckt, mal wieder wirklich Jagged Alliance 2 zu spielen. Und jetzt habe ich das einfach mal gestartet wieder, dieses Projekt. Genau, und ich bereite mich gerade vor auf den ersten großen Kampf, den ersten großen Verteidigungskampf hier in Drassen, wo ja Daedraenor jetzt die Truppen sendet, um die Stadt wieder zurückzuerobern. Und diese Truppensendung ist ja hier relativ, fällt ja hier relativ stark aus in 1.13. So, ich würde das andere Gewehr erstmal an Grizzly geben.
Und dann gucke ich mal, was ich mit der MP5K noch mache. Die lasse ich ihm vielleicht auch einfach mal. Die Energiebooster nehme ich raus, die packe ich hier mal alle auf den Stapel. Vielleicht lasse ich die ihm, weil die Munition ja eben ausgeht hier. Das ist eine bisschen ungünstige Waffe für den Anfang und wie gesagt, diese Munition, die werde ich wahrscheinlich auch nicht so schnell finden. Okay. Ja, dann bist du ja ganz schön, auch ein ganz schöner Jagged Alliance Fan, würde ich sagen. Also insbesondere Jagged Alliance 2. Ich weiß nicht, ob du Jagged Alliance 1 gespielt hast. Ich habe so ein paar Leute bei Twitch entdeckt, die beides spielen. Wer mir jetzt folgt, ist zum Beispiel auch der Devmato und der spielt auch immer mal wieder Vanilla. Und dann gibt es den Mongoosa, das ist ein Amerikaner. Also Devmato ist ein Deutscher, der spielt halt auch die deutsche Version. Und Mongoosa ist ein Amerikaner, der spielt auch Vanilla, aber er spielt ohne Speichern. Also nur gegen Crashes speichern. Das heißt, wer stirbt, der stirbt. Und das traue ich mir ehrlich gesagt hier nicht zu. Insbesondere jetzt bei dem nächsten Kampf, da weiß ich schon, das ist richtig hart. Das wird jetzt richtig übel. Genau, eigentlich wäre es cool, wenn ich die MP5K jemand anderem weitergeben kann, der noch keine bessere Waffe hat. Aber Fox ist tatsächlich mit ihren Pistolen recht gut ausgestattet, weil das sind Pistolen mit relativ hoher Reichweite von 11. Und die MP5K hat auch nicht mehr Reichweite. Das Einzige, was... Naja, die MP5K kann halt einen Feuerstoß abfeuern, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und das wird, denke ich, auch nicht unnötig sein. Das wird auch gut helfen. Und das können halt jetzt die Gewehre Feuerstöße abfeuern. Wobei ich hier halt für sein Gewehr auch nichts mehr habe an Munition. Und die MP5K. Und deswegen werde ich jetzt mal zusätzlich zu den beiden Sig Sauers, die ja, die Fox hat, ihr auch noch die MP5K geben. So, munitionsmäßig, boah, wird es auch recht übel. Hier kann ich noch die Munition rausholen, weil ich die Waffe mit der Reichweite von 10 und... Ah, die ist eine 12. Die ist auch gut. Vielleicht sollte ich ihr 12er Reichweitenpistolen geben. Genauigkeit 6, Genauigkeit 5, Schaden 25, Schaden 25. Ja, wenn ich noch reparieren lasse, dann hilft das definitiv. Nee, ich spiele nicht mit Gegner, lassen alles fallen, weil mir das ehrlich gesagt zu viel Item-Management ist. Ich gebe ihr die Beretta und ich schau mal, ob die CZ von Chris, wobei das ist ein anderes Magazin. Nee, das ist ein anderes Magazin. Die Viking hat auch 11. Ja, die Makarov hat eher weniger, die hat nur 9. Ja, die ist schlechter. Ja, so komme ich an weniger Sachen definitiv ran, ja. Ich mag auch gerne Item Management, aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Also wenn die wirklich alles fallen lassen, dann hat man so viel Zeug. Das wird sehr schnell unüberschaubar und man muss ständig eigentlich zum Händler, um alles wieder zu verkaufen. Und so viel nimmt er gar nicht an. Also das, was sie alles fallen lassen. Da lagert man extrem viel.
um dann immer sein Maximum an Verkaufspreis rauszuholen und lagert mehr und mehr ein. Ja. Okay. Ja, ich könnte höchstens die CZ noch weitergeben. Die hätte dann auch eine Reichweite von 12. Aber die hat halt ein anderes Magazin und das passt halt nicht. Das passt halt nicht. Deswegen bleibt es wahrscheinlich bei der einen Sig Sauer mit einer Beretta in Kombination. Die Beretta muss noch repariert werden und ich hoffe, das wird sie auch noch. Und dann behält sie einfach die andere Sig Sauer erstmal im Holster. Und das kommt dann. Ja, ich könnte halt eine mit. Mit einer Hohlspitz Munition laden. Muss ich mal schauen. Das wäre vielleicht sinnvoll oder mit einer Panzerbrechnerin. Wie war denn das mit direkt aus dem Sektor verkaufen? Geht das? Das geht? Also ich habe tatsächlich auch ein Geldproblem mittelfristig. Ich muss halt jetzt die Mine behalten, weil sonst kriege ich halt kein Einkommen oder habe ich halt kein Einkommen. Ach so, direkt in der Datei einstellen. Ja, gut, aber ich würde es schon lieber zu Toni bringen. Und vernünftig verkaufen und nicht einfach. Also das ist quasi mein Schwierigkeitsanspruch. Ich speichere und lade, wenn mir Söldner sterben oder die irgendwie heftige Treffer abbekommen. Aber ich lasse nicht alles droppen und ich lasse auch nicht alles oder sofort alles verkaufen. Mache ich nicht. Hallo Aldrin. Ja, schön, dass du dabei bist. Nein, ich spiele keinen Forge of Empires gerade, sondern Jagged Alliance. Und ich habe gerade schon angekündigt, ich werde vielleicht noch Jagged Alliance, ach, vielleicht noch Forge of Empires spielen, nachdem wir hier den Sektor erfolgreich verteidigt haben, wenn jetzt die Truppen von Blade Runner kommen. Aber ich bin nicht sicher, wie viel da kommt. Sie hat auf jeden Fall eine Verstärkung angekündigt. Und ich bereite mich gerade auf diesen Kampf vor und versuche halt möglichst gut meine Söldner auszustatten. Wenn du es richtig gut anstellst, hast du 100 GGG. Was ist 100 GGG? So, die Munition hier kann ich noch verteilen. Die Makarov-Munition. Die Makarov hat ja Ira. Und ich glaube, die ist sogar besser als ihre. Genau, die hat nur 69. Andererseits kann sie halt auch die Heckler und Koch nehmen. Die hat mehr Reichweite als die Makarov. Aber davon habe ich eben Munitionsmangel. Von daher ist das ein anderes Problem dann. So, also ich gebe ihr erstmal die 74. Und ich glaube 12. Nee, 12 ist nicht das. Die maximale Munitionsgröße. Doch, ist die maximale Munitionsgröße für die Makarov. Und jetzt hat sie mit der Viking ja auch die Munition. Nee, sie kriegt jetzt eine Makarov. Was soll's? Sie muss ja. Oder zwei Makarovs. Aber ich will eigentlich ungern mit beiden schießen. Ich mache in die andere mal eine Hohlspitzladung rein. Ach, die kann nur 8 fassen. Das ist ein anderer Typ. MP und. Quatsch. PM und PMM. Okay. Gut, dann hat die 8. Den Stein legen wir mal hier auch in den Sektor. Den werden wir wahrscheinlich eh nicht brauchen. Ja,
Ja. Ja, man kann direkt aus dem Sektor verkaufen. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich will es eher nicht machen. Gut, dann kriegt die Viking dann doch jemand anderes und sie kriegt die ganze Makarov-Munition in verschiedenen Ausführungen. So traurig es ist, weil sie ja zwei unterschiedliche Waffen hat, aber ich gehe mal davon aus, dass sie mehr mit der hier schießen wird. Deswegen werde ich mal das in diesen Munitionstyp konvertieren. Ist das hier schon die 12er? Ja, das ist die 12er. Okay, dann lasse ich mal die Panzerbrechende da drin erstmal. Genau, weil ich die nicht mehr stacken kann. Und Hohlspitz haben wir für die noch. Okay. Gut. 38er Schnelllader. Hat auch irgendjemand noch den Holster, ne? Grizzly hat jetzt noch den Holster und eine Waffe solchen Typs. Aber er hat jetzt gar keine. Doch, er hat auch noch 9x19. Ja. Aber der sollte eher die Viking nehmen. Die passt da aber nicht in die Tasche. Die MP5K braucht diese Munition. Aber wenn Fox die MP5K jetzt hat, dann wird sie eh nicht so häufig damit schießen. Heißt, es kann erstmal so bleiben. So, was ich gleich noch gucken muss. Nein. Ist, was die. Na, komm, schließen. Okay. Voll machen wir die schon. So, und den anderen Kram lasse ich hier liegen. Okay. Den anderen Kram lasse ich hier liegen. Dann haben wir hier nochmal Makarov-Munition. Kann die Ira überhaupt noch aufnehmen? Ja, kann sie. Zack. Und eine Viking. L25. L25. Sphinx hat eine Genauigkeit von 7, die ist besser. Tja, wer kriegt die? Fox kriegt sie und zwar mit. Genau, mit Hohlspitzmunition. Okay, gut. Dann haben wir alles soweit verteilt. Das war jetzt hier Item Management. Und ich weiß, dass der Runner erstmal den Sektor, den südlichen Sektor zurückholen wird, weil sie die Mine wieder haben will und mir das Einkommen quasi nehmen will. Ich hoffe, ich werde die ersten 5.000 noch bekommen um 7 Uhr. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man mit der Einnahme vom südlichen Drassen tatsächlich etwas warten. Naja, nun ist zu spät. Ich werde jetzt die Söldner erstmal einen Sektor nach oben bewegen, damit sie nicht direkt im Feuer stehen, wenn sie jetzt kommt mit ihren Truppen. Ich bin da, wo ich sein soll. Und sie in dem Sektor hier vernünftig platzieren. Ungezogene, falls du Ihr wart
Tipps hast als erfahrener Jagged Alliance-Spieler oder erfahrene Jagged Alliance-Spielerin, ungezogene klingt ja eher weiblich, dann nehme ich die gerne an. Bin bereit. Falls du Ideen hast, wie ich das noch Alright. besser machen kann, also wie ich hier noch besser vorgehen kann. Ist gut. So, Fox hat schon mal einen Punkt Gesundheit gewonnen. Ich glaube, sie ist jetzt bei 100. Bin bereit. Gute Fox. Total gesund, gesünder als ich. Ach so, wegen dem Rucksack kann er nicht klettern. Ja, den lassen wir hier liegen, der kann hier auch liegen bleiben. Chris, du bist doch eh noch unten, oder? Nein, du bist schon oben. Bin bereit. Danke, Tyrabel. Da hat mich das Spiel tatsächlich selbst dran erinnert, also. Ja, das wäre jetzt auch mein Vorgehen, dass ich nicht verteidige, sondern den Sektor zurückerobere. Genau. Habe ich gerade abgelegt. Und ich denke, sie erobern immer die Mine zuerst, damit sie mir das Einkommen abschneiden können. Und ich habe jetzt falls sie doch hier zuerst kommen, habe ich sie in die Mitte des Daches gestellt, um von dort aus eine ganz gute Sicht zu haben und ja, von oben runterschießen zu können. Genau. Und man kann sich halt auch relativ gut abducken, wenn man jetzt irgendwie, oder in die Mitte des Daches begeben, wenn man jetzt irgendwie doch arg Probleme bekommt. Und wenn dann jemand aufs Dach raufkommt von den gegnerischen Söldnern, dann sieht man das eigentlich relativ schnell und die verbrauchen dadurch so viele Actionpunkte durch das Hochsteigen, dass sie normalerweise nicht sofort noch agieren können, sondern dass ich erstmal den ersten Schuss habe. Ja. Also, ich finde auch Nachtkampf okay. Aber ja. Aber, was aber? Finde ich okay, aber wir haben jetzt noch keine Ausrüstung für Nachtkampf. Wir haben, das Einzige, was wir haben, ist der Mündungsfeuer-Schalldämpfer, den aktuell Grizzly auf der Waffe hat. Und da wollte ich nochmal gucken, ob das sinnvoll ist, den abzumachen. Weil ich sowieso mich nicht. Jetzt nicht gegen die Gegner leise wehren kann. Weil wenn, dann werde ich gleich mit allen angreifen. Und ja. Okay. Da bin ich jetzt unsicher, was es bedeutet. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich extra Gegner eingestellt habe. Also die AP sind gleich. Also was ändert sich denn hier dieses? Plus 1. Okay, das hier wird irgendwie minus 11 und das andere ist minus 20. Höher ist besser.
Das heißt, eigentlich wirkt sich die Waffe, also na, höher wäre ja dann tatsächlich der Wert mit dem Schalldämpfer. So, und unten haben wir auch einen höheren Wert. Beim Gegenwirken Maximum, was den Rückstoß betrifft. Also eigentlich hat der Schalldämpfer nur positive Effekte auf die Waffe, wenn ich das jetzt nicht falsch beurteile. Okay. Von daher kann der Schalldämpfer drauf bleiben. Gut. So, meine Idee war jetzt an der Stelle, dass ich erstmal Milizen produziere, die ich dann mit in den Kampf nehmen kann. Denn die Söldner haben ja, wenn ihr euch erinnert, nicht die Söldner, die Zivilisten haben ja, wenn ihr euch erinnert, in der letzten Eroberung gesagt, vielleicht könnt ihr uns beibringen, wie man, oder vielleicht, ja doch, vielleicht könnt ihr uns beibringen, wie man mit Waffen umgeht. Und das war eine Anspielung darauf, dass man sie trainieren kann. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde Zivilisten trainieren mit meinen besten Trainingsleuten. Und das ist einerseits Ira und andererseits Fox. Ich könnte höchstens den Trupp nochmal teilen und nochmal in einem anderen Sektor Milizen trainieren. Auf dem Flughafensektor beispielsweise. Mit Chris und Grizzly, das ginge. Aber ich kann immer nur mit zwei Leuten pro Sektor Milizen trainieren. Ich habe mir den Ini-Editor mal angeschaut. Aber nicht bevor ich diese Runde gestartet habe. Und ich glaube, auf die Ini ist man ja festgenagelt, ne? Also man kann da nicht zwischendrin was umstellen. Oder man muss es wieder zurückstellen, wenn man. Kann man zwischendrin umstellen, okay? Gut. Aber da werde ich jetzt nicht reingucken, weil. Ja, dann würden wir halt das Spiel verlassen müssen nochmal. Ist eher jetzt die Frage, sollte ich jetzt nach Norden gehen, um da zu versuchen, noch mehr Milizen gleichzeitig zu trainieren? Um noch mehr mit ins Kampfgebiet dann nehmen zu können. Indem ich Grizzly und Chris noch Milizen trainieren lasse. Ja, ich weiß, dass man da sehr viel einstellen kann in der INI. Ich finde das aber auch zum Teil schon zu extrem, was man da machen kann. Also ich tendiere dazu, sie hochzuschicken und dort noch mehr Milizen zu trainieren. Hast du einen Tipp? Wie würdest du vorgehen? Mehr Milizen oder? Oder nicht? Was kann man nicht genug einstellen? Gegner? Würde es in beiden ausbilden, ja. Okay. Gut, dann schicke ich Grizzly und Chris auch noch hoch. Trevor muss erstmal hier bleiben, der soll nämlich die Waffen reparieren. Und dann würde ich Trevor anschließend auch hochschicken, um in dem anderen Sektor zu reparieren. Verstanden. Ich bin da, wo ich sein soll. Dann schaue ich mal. Ups. Das ist wahrscheinlich auf dem ACA-Gebäude das einzige, wo man aufs Dach gehen kann. Dann gehe ich dahin. Hier. Falls die Gegner hier zuerst ankommen. Alles klar.
Die anderen kann ich ja als Verstärkung dazuziehen, aber das ist dann trotzdem nicht so gut. Weil die dann natürlich nicht auf dem Dach sind, sondern da, wo sie gerade ankommen. Also jetzt zum Beispiel hier im Süden. Wenn sie jetzt aus dem südlichen Sektor nach Norden kommen, dann werden sie hier auf der Straße ankommen. Naja, nee, also zumindest auf der unteren Kante. Ich kann sie ja platzieren, glaube ich. Ich glaube, ich kann sie platzieren. Ja. 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 Nein. Ja. So, und was können die jetzt hier an Trainingsleistung aufbringen? 52 und 66. Da sind Ira mit 81 und 82 natürlich besser. Wenn die mehr Milizen zur gleichen Zeit produzieren. Okay. Okay. So, ich denke drüber nach, ob ich jetzt nochmal in die Inni gehe. Achso, das wollte ich gerade noch zeigen. Das wollte ich gerade noch zeigen hier im Laptop. Sieht man halt die Fähigkeiten der Söldner. Und zu der Fähigkeit von Ira gehört eben auch Ausbilderin. Und auch von Fox. Die anderen haben das nicht. Aber. Ja. Können ja nicht alle haben. So, okay, ich habe gespeichert und tendiere jetzt dazu, soll ich in die Uni gehen oder nicht? Was würdest du dir denn da angucken wollen? Okay. Ja, also ich mag Ira eigentlich auch ganz gerne. Also sie lernt halt super schnell. Sie ist halt recht klug und dadurch lernt sie halt sehr schnell und sie hat jetzt zumindest in den ersten Kämpfen, die wir gehabt haben, doch schon einiges an Leistung gebracht, trotz ihrer geringen Trefferwahrscheinlichkeit, ja. Und sie hat schon einige Leute auch tatsächlich besiegt. Das sieht man hier, glaube ich, auch. Genau hier. Getötet 3 Leute mit Hilfe 2. Gut, Fox hat schon 24. Fox hat am meisten. Krass. Aber. Ich war tatsächlich auch sehr überrascht von Fox. Ja. Okay, genau. Ist zu komplex, um das mal in 5 Minuten zu machen. Ja. Okay, gut. Dann versuchen wir mal, Milizen zu trainieren. Jetzt muss ich erstmal hier die Zeit vorspulen und wir werden dann hier im Log sehen, wie Trevor fleißig repariert. Das ist ja auch, nochmal kurz zurück hier, auch eine seiner Spezialfähigkeiten, Ingenieur. Er kann halt re relativ schnell reparieren. Ach so, und Sprengmeister. Ich wollte ja noch was mit dem Dynamit machen. Naja, nun ist zu spät.
Ich weiß, also er hat halt eine vorgefertigte Ladung Dynamit, die man über einen Fernzünder zünden kann. Und ich habe überlegt, ob ich die irgendwo an so einem relativ, naja, so einen Platz positioniere. Hallo Diamantrex. Du kündigst dich wieder mit großem Getöse an. Genau, ob ich das irgendwo ablege an einem bestimmten Ort, wo sich viele Söldner üblicherweise oder viele gegnerische Truppen üblicherweise so versammeln und dann einfach mit Fernzündung hochfliegen lasse, dass ich da vielleicht so ein paar direkt mitnehmen kann mit seinem TNT. Jetzt in dem Minensektor. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert, wenn ich den Sektor verlasse und ich vorher das TNT dort platziert habe. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich muss man in dem Sektor sein. Das platzieren und dann kann man es später irgendwann zünden. So. Okay. Gut. Es gibt gratis FP auf Fee. Es ist die neue Gildeninitiative der Freaky Family. So, Trevor hat halt nur für ein paar Tage den Anstellungsvertrag. Und ich brauche die Mine. Ich brauche die Mine, um Trevors Vertrag zu verlängern. Und deswegen, wenn die Gegner jetzt diese Mine holen, dann fällt halt mein Einkommen weg und ich muss sie wieder zurückholen. Ja, dafür muss man was tun. Also das wird schwierig, Erster in der GEX 4 zu werden, also GEX Stufe 4 und Bester in der GG zu werden, ohne irgendwelche Kampfboni. Wird es echt schwer. So, okay. Dann schauen wir mal, was so passiert. Also, wir sehen schon, Trevor repariert fleißig die Waffen der anderen und auch die Ausrüstung. Das gefällt mir. Bin bereit, weiterzumachen. Okay, stopp. Da sind sie jetzt. Okay, das ist ein echt großer Trupp. Das ist ein echt großer Trupp. Und ich werde jetzt erstmal weiter trainieren und die reinkommen lassen. Die nehmen mir jetzt leider schon vor 7 Uhr den Sektor wieder weg. Das heißt, ich kriege das erste Einkommen um 7 Uhr nicht. Ich würde es nur kriegen, wenn ich den Sektor schon wieder zurückerobere. Ja, vielleicht ist es für manche eine Motivation. Also wäre es für mich in meiner Hauptwelt definitiv auch. Also von daher, ganz gute Idee, denke ich. Also ich trainiere weiter und ich hoffe, ich komme schnell an mehr Milizen. Und Trevor kann weiter reparieren. Und da kommt doch mehr. So, Trevor hat alles repariert. Dann würde ich Trevor jetzt nach B13 schicken. Um dort weiterzumachen. Juhu! Was liegt denn hier noch? Ach so, der Rucksack. Ja, auch gut, dass wir jetzt aus dem Sektor raus sind, sonst hätte Trevor wahrscheinlich auch das, was hier noch rumliegt, repariert. Wobei, da ist auch nichts zum Reparieren dabei, bis auf die Pilotenjacke. Okay, gut. Dann lauf mal hoch. Hey, Kumpel, die Ochsentür ist vorüber. Dann Trevor. Yep. Kommst du hierher?
Juhu! Wir haben jetzt wahrscheinlich einen Termin für den nächsten Stammtisch, da hier gerade die Werbung kommt. Und es wird wahrscheinlich nächsten Freitag sein, also nächste Woche Freitag, eine Woche. Gut, und hier darfst du gerne weiter reparieren. So, und die werden jetzt wahrscheinlich gleich dort einwandern. Ja, erst dann. Fix und fertig. Tatsächlich haben die sogar mehr Milizen produziert, aber sie haben halt länger gebraucht. Wahrscheinlich sind die anderen jetzt gleich wieder fertig. Stunden-Stammtisch. Also ich habe auf jeden Fall schon einiges aufgeschrieben. habe ich noch nicht gepostet für die anderen. Mal gucken. Mama wäre stolz auf mich. Also auf der Beta sind ja einige Themen. So, jetzt haben wir 0 Uhr. 7 Uhr. Jetzt hätte ich rein theoretisch. Nee, ich hätte nicht, sondern ich habe. Ich habe das Einkommen nicht bekommen. Warum bin ich denn jetzt. Das verstehe ich nicht. Ich hätte doch jetzt um 7 Uhr oder ist es um 10? Ich bin mir jetzt unsicher. Ich bin gerade unsicher, wann das Einkommen kommt. Ich dachte, das kommt immer um 7 Uhr am Folgetag. Jetzt ist es aber noch nicht gekommen. Leider. Stattdessen hat halt mein anderer Kontostand abgenommen, obwohl ich niemanden bezahlt habe. Da bin ich jetzt auch ein bisschen, finde ich jetzt auch ein bisschen eigenartig. Denn ich habe doch niemandem Geld gegeben. Wofür habe ich denn jetzt was bezahlt? Okay, großartige Nachrichten. Ich war glücklich zu hören, dass Miguel Cordona am Leben ist. Und Sie mit ihm Kontakt aufgenommen haben. Bitte sagen Sie ihm, dass ich nie vergessen habe, was er für mich getan hat. Ich wäre früher zurückgekehrt, hätte ich nur die Mittel gehabt. Danke, dass Sie mich auf dem Laufenden halten. Ach so, ich habe die für die Milizen bezahlt. Da hast du recht. Stimmt. Ja. Ja, Sir OS. Okay, gut. Jetzt schlafen erstmal alle. Mitten am Tag. Und jetzt wurde der Sektor erobert. Um 8:10 Uhr. Ich habe noch kein Einkommen bekommen. Ungezogene, wann kriege ich das erste Einkommen aus der Mine? War das nicht immer 7 Uhr? Oder gilt es erst am Folgetag, weil ich ja quasi noch innerhalb der letzten 24 Stunden den Sektor geholt habe? Ich will auf jeden Fall noch mehr Milizen haben, bevor ich da in Umwerter, da sind sie jetzt eingewandert, okay. Okay, Sie arbeiten wieder. Und ich hoffe, Sie kriegen gleich Ich bin nochmal. soweit. Okay. Ja, eine. Ein bisschen größer soll die Truppe noch werden. Fix und fertig. Ja, einmal produziere ich noch weiter mit beiden, würde ich sagen. Immer einmal bezahlt ist ja bezahlt. Bezahlt ist ja bezahlt. Ich muss später nicht nochmal bezahlen, aber gut, das Geld geht mir aus, ne? Ich brauche halt definitiv die erste Minenernte. Und wenn ich jetzt da reinwandere, dann sind da diese Anzahl an Gegnern drin, die wir jetzt da als Punkte sehen. Das Problem ist, dass die anderen wahrscheinlich noch hinzukommen werden.
mit der Zeit. Weil die dann Verstärkung rufen. Und deswegen brauchen wir ein recht großes Team, um das erledigen zu können. Und meine 5 Söldner reichen da nicht aus. Die Milizen sind zwar nicht besonders gut, weil sie sehr, sehr unkoordiniert vorgehen und sich auch gerne mal so hinstellen, dass sie sich einfach abschießen lassen. Aber die gehen halt ähnlich vor wie die Gegner. Die stellen sich auch gerne mal so hin, dass sie sich einfach abschießen lassen. Okay, gut, dann würde ich jetzt noch einmal weiter produzieren und wahrscheinlich dann morgen angreifen. So. Trevor hat alles repariert. Okay. Wenn du alles repariert hast, was mache ich jetzt mit dir? Noch einen Sektor habe ich nicht, wo ich Milizen trainieren kann. Was mache ich jetzt mit dir? Kannst du vielleicht besser Milizen trainieren? Das wäre halt noch eine Option, aber dann würde ich das Training der anderen unterbrechen. Ich muss mal kurz zwischenspeichern und gucken, was passiert, wenn ich jetzt den Trainer wechsle, weil Grizzly ist ja jetzt nicht besonders gut. Vielleicht ist Trevor besser. Der hat auf jeden Fall mehr Führungskraft. Stecke ich den mal in Team 1 und schaue, ob Trevor da weitermachen würde, wo Grizzly angefangen hat. Training der Milizen. Und der hat 71. Tatsächlich ist er schneller als Grizzly. Und dann würde ich Grizzly einfach mal Was macht Grizzly? Seine Beweglichkeit ist fast voll, aber das trainiert sich so schlecht. Vielleicht einfach Technik. Oh, was kann man denn hier noch trainieren? Was kann man da? Achso, Scout the Surrounding Area. Okay, das ist auch nicht schlecht, aber dafür ist er jetzt zu schwach. Da braucht er mehr Weisheit. Und im Flughafen. Betrieb. Oh. Abbrechen. Betrieb. Airport. Mann. Ach, da kann er Kraft üben. Ja, aber er hat schon so viel Kraft. Das würde sich sehr hinziehen. Das würde sich sehr hinziehen. Dann trainiere doch oder übe doch auf dem Dach einfach Technik. Ja, sie müssen ausgeschlafen sein, wenn ich angreife. Das ist richtig. Aber ich lasse sie mal noch ein bisschen arbeiten. Oh, warum hat es gestoppt? Ich bin soweit. Okay, sie haben noch mehr produziert. Ich stelle Nee, nochmal, noch mehr kann ich nicht einstellen. Dann würde ich es jetzt so machen, dass ich Also Trevor ist ja auch verdammt gut darin, 71. Ich glaube, Fox hatte jetzt auch nicht mehr. Ich schicke mal Ira mit in den Norden. Oder ich schicke sie jetzt beide mit in den Norden. Um für Chris zu übernehmen. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Bin ja. Bereit? Ja. So, und hier stehen jetzt auf jeden Fall auch schon von ein paar von den Ja, das stimmt. Ich weiß. Ein paar von den Milizen stehen jetzt hier schon. Toll. Also ich könnte jetzt natürlich warten.
bis morgen früh und dann angreifen. Oder ich warte noch irgendwie bis meine nächste Fuhre fertig ist an Milizen und greife dann an. Also das wäre jetzt meine eigentliche Idee, dass ich halt möglichst das Maximum an Milizen habe und dann angreife. Ausgeschlafen. Ob das noch möglich ist, ist halt die andere Frage. Aber wenn sie jetzt angreifen, keine Ahnung, auf welchen Sektor sie dann angreifen, dann kann ich ja verteidigen. Also wenn sie jetzt versuchen, einen zweiten Sektor zu holen. Ja, der wird die Milizen bestimmt wegpusten. Aber die werden bestimmt auch ein paar von denen mitnehmen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendein Miliz überleben wird am Ende. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht überleben, wenn ich nicht mit Speichern und Laden vorgehe. Also nicht bei der Menge an Gegnern, die da jetzt schon zu sehen ist. Also ich habe jetzt zwar auch eine ganze Reihe an Milizen, aber die sind halt auch alle nur grün und nicht besonders gut ausgebildet dann. Okay. So, wie war das jetzt? So, ich nehme mal den Chris raus beim Training der Milizen und stecke ihn wieder in Trupp. Stecke ihn in Trupp 1. Der hat 67. Und wenn ich Fox reinnehme, dann hat die was? Nee, Training. Training Miliz 84. 84, sehr gut. Und Ira hatte noch mehr, wenn ich mich richtig erinnere. 86 oder sowas. Auch 84. Fox ist jetzt wahrscheinlich besser geworden, weil sie an Führungskraft gewonnen hat. Oder warum? Haben wir jetzt gleich viel. Vorhin war Ira definitiv noch besser, wenn ich mich nicht irre. So, vielleicht kann ich ja mit Chris jetzt hier Surrounding Areas ja infiltrieren. Dann könnte ich das ja mal machen. Ich bin unsicher, was das bringt. Kann man das zu zweit machen? Kann man nicht zu zweit machen. Oder sie kann es nicht machen. Okay, und sonst übt sie einfach noch ein bisschen Technik. Oder was? Oder Führungskraft fürs Milizen ausbilden. Ja, sie übt Führungskraft fürs spätere Milizen ausbilden. Führungsqualität. Okay, ich mache jetzt hier einmal Zwischenspeichern. Also nur in dem. Nee, Moment. Ich benutze einen zweiten Slot. Ich benutze einen zweiten Slot und sage, nenne den jetzt hier Chris Übernachtung oder sowas. Ü gibt's nicht. So, um nochmal zu warten. Und falls das Warten ein Fehler war, würde ich doch vorher angreifen. Okay. Wie ist es eigentlich? Kann ich alle Milizen dann rüberholen? Ich kann die ja jetzt hier rausnehmen und kann sie hier drüben. Ich kann nur 20 da einteilen. Kann ich alle mit in den Sektor nehmen? Da bin ich jetzt gar nicht sicher. Oder nur die vom Nachbarsektor? Okay, du musst ins Bett. Okay, trotzdem schon mal danke für deine Unterstützung. Aufstocken auf 40. Heute keine Ernte. Nee, ich ernte einfach nicht. Nur die aus dem Nachbarsektor. Ja, das wäre vielleicht was ich in der Ini denn noch ändern sollte. Damit ich zumindest alle Milizen, die ich produziere, darüber rüberkriege. Doch, natürlich ernte ich, aber wahrscheinlich erst morgen. Wenn ich das hier so sehe. Ich speichere nochmal.
Und würde dann tatsächlich mal in die Innie gehen. Und ich hoffe, du weißt, was ich ändern muss, dass ich da 40 reinkriege. Wahrscheinlich nicht. Ja, 40 wäre auf jeden Fall gut. Wenn ich die Truppen da sehe. Okay, dann gehe ich nochmal raus. Aus dem Spiel. Gucken, was ich jetzt hier offen habe. Nichts weiter. Okay. Ist es die Innie? Wahrscheinlich schon. Nee, oder? Innie Editor, genau. Genau, der bearbeitet im Grunde die Innie, aber ja. Okay. Hier ist was mit Militia, Training Settings, Movement Settings. Das sieht nicht danach aus. Training Settings. Sieht mir jetzt auch nicht danach aus, ne? Ach so, das ist ja Mobile Militia. Dann haben wir hier noch Normal Militia. Per Sektor, genau, das ist der obere Wert. Und den kann ich erhöhen auf 40. Auf 32 kann ich ihn maximal erhöhen. Aber immerhin, würde ich sagen. Dann setze ich den auf 32. Ja, also ich denke mal, das wird es sein. Okay, dann. Ach so, man kann den Max Value auch noch raufsetzen. Ach, 32 ist schon mal viel besser als 20. Vielleicht kriege ich die 40 nicht mal voll. Okay. Wir versuchen es erstmal damit. Gut, ich versuche es erstmal damit. Jetzt ist 23 Uhr. Ich würde sie mal noch bis 2 Uhr machen lassen. Was? Warum hat's jetzt aufgehört? So, stopp, 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 stopp. Ihr müsst jetzt erstmal schlafen. Okay. Jetzt arbeiten die weiter und dann schaue ich mal, was ich hier noch für eine E-Mail bekommen habe. Speck, dies ist kein Spam. Verzeihen Sie, ich habe im Namen von einem Freundesfreund, Ihren Namen von einem Freundesfreund erhalten. Ich bin Speck T. Klein, Mitbesitzer eines Söldnerrekrutierungscenters MERC. More in Economic Recruitment Center. Klar. Das werden Sie sicherlich interessant finden. Als Ex-Teammitglied von AIM bin ich mit Operationen bestens vertraut und überzeugt, dass unsere Leistungen im Vergleich standhalten. Noch mehr. Ich weiß, dass wir AIM in jeder Hinsicht überbieten können. Ja, so lala. Also so wirklich überbieten können Sie nicht. Okay, und Enrico hat jetzt nochmal geschrieben, schlechte Nachrichten. Lassen Sie Ihre Zuversicht nicht sinken. Die Situation ist nur vorübergehend. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich Dreadrunners Streitkräfte der Lage anpassen würden. Ich habe Vertrauen zu Ihnen und zu Ihrem Team. Genau, okay, also. Ich werde MERC später noch angucken. Kann man eigentlich. Nee, löschen will ich nicht.
kann man jetzt nicht auf ungelesen stellen. Okay. Funktioniert nicht wie eine moderne Bingo-Box. Okay, weiter geht's. Okay, ich drück nochmal kurz. Ich bin soweit. Nee, ich drück nicht mehr. Okay, so, ich verschiebe jetzt alles, was geht, in den nächsten Sektor an Milizen. Kann ich mir eh nicht mehr leisten. Und dann geht's los. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Die Söldner sind einigermaßen gut ausgeruht. Ja, hier, so. Naja, gut, also ich hätte 34 mit rübernehmen können. Ich kann jetzt nur 32 mit rübernehmen. Ist doch okay, oder? Zwei mehr. Die zwei mehr machen den Kohl, glaube ich, auch nicht mehr fett. Gut. So, Siedlungsproduktion abgeschlossen. Typ. Und irgendwas anderes ist noch abgeschlossen. Sehe ich nicht. Ach so, die Ernte. Nein, die Ernte. Was würdest du nicht mitnehmen? Das verstehe ich jetzt nicht. Du würdest keine Miliz mitnehmen beim Angriff auf den Sektor? Aber ich glaube, ich überlebe das nicht. Ich glaube, ich überlebe das nicht. Wenn ich keine Miliz mitnehme, dann bin ich, glaube ich, tot. Ja, ich weiß, so ein Zug dauert verdammt lange. So, jetzt keine Ahnung, was das Auskundschaften der Umgebung jetzt hier bewirkt hat von Chris. Ich habe irgendwie keinen Effekt bemerkt. Also ich kann, denke ich, mit dem Team hier diesen Trupp, denke ich, ausschalten. Aber wenn die ihre Verstärkung hinzuziehen, dann sehe ich da schwarz. Kann ich, wenn die Verstärkung hinzukommt, nochmal die Milizen nachholen? Ja. Weil ich kann den Sektor ja nicht wieder verlassen und wieder neu reinkommen, weil dann droppt ja meine Moral. Ziemlich stark. Außerdem sind die Milizen halt auch eine ganz gute Aufklärung. Ein Funkgerät habe ich nicht. Also Milizen sind halt auch eine ganz gute Aufklärung für den Sektor, um zu sehen, wo die Gegner sind und einfach auch um alternatives Kanonenfutter für die Truppen zu haben von Blade Runner. Also ich nehme die Milizen mit. Das dauert dann halt ewig. Es ist so. Wir haben Besuch. Blade Runners Männer sind im Anmarsch. Von unten steht auch nochmal. Also das wird richtig krass, wenn die reinkommen. Das wird richtig übel. Okay. Ich verteile die jetzt mal ein bisschen.
So, wieder da. Den Satz verstehe ich jetzt auch nicht. Du meinst, es kommen nicht so viele auf einmal. Wenn das so wäre, dann wäre es ja nicht schlecht. Nee, Ira soll mal hier noch mit rüber. Gut. Also hinter die beiden Gebäude stelle ich sie und dann schaue ich mal, was ich so finde. Okay. Full House hier. So, erstmal Verstanden. hier dahin und schon geht's los. Und schon geht's los. So, also, das ist halt das, was du gesagt hast, Ungezogener. Der Spielzug dauert sehr lange, weil ich sehr viele Milizen habe. Das ist richtig. Und die bewegen sich jetzt da alle auch ziemlich komisch. Und hier ist der erste Gegner. Und das ist sogar einer mit schwarzem Shirt, also ein Elite-Gegner. Und die Leichen der Gegner aus der letzten Runde, die sehen jetzt hier ein bisschen vermodert aus. Inzwischen. Was macht denn Fast Turn? Sehe ich dann die Schüsse noch? Da war ich jetzt, bin ich jetzt unsicher. Also das will ich schon sehen, dass die, wie sie im Prinzip abschneiden, die Milizen. Das war aber im normalen Menü, oder? Hier. So, jetzt muss ich ja eh immer zwischenspeichern hier. Das konnte ich doch hier in den Optionen. Ich kann erstmal Fehlschüsse anzeigen, ausmachen, weil das nimmt auch immer noch ein bisschen Zeit. Mit T kann man die on- und ausschalten. Okay, ich lasse sie erstmal wieder an. Also ich sehe es jetzt auf die Schnelle nicht. Oder? Ich sehe es jetzt auf die Schnelle nicht. Dann wird es wohl auch im Ach so, also es kommen 100 Gegner, aber die kommen nicht alle im selben Sektor. In denselben Sektor. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Also, das können wir jetzt hier nicht ausstellen, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Das Einzige, was ich manchmal richtig blöd finde, ist, dass die halt dann hier so rumhängen und nichts machen. Oder auf der anderen Seite, je nachdem, wenn die keine Gegner sehen, dass sie da einfach auch gar nicht in den Kampf eingreifen zum Teil. So, meine Leute sehen erstmal noch nichts, aber ich sag mal, ab aufs Dach. Ab aufs Dach und wir gehen die Sache von oben an. Ja, den einen Schritt mache ich noch weg von der. Ja. So, und. Nee, rennen bitte. Rennen bitte, lieber Grizzly und auch liebe Ira. Mich wundert, dass es manchmal nicht reagiert, wenn ich Doppelklick mache. Auch du rennst nach vorn. Okay. Du kannst dann definitiv nicht mehr die. Doch, du kannst auch noch hochsteigen. Na gut. Die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Und sie sieht ihn auch direkt und hat keine Actionpunkte mehr, um sich abzuducken. Na, da wird es ja schon Ja. spannend, würde ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie den von der Kante aus sehen kann. Yep. Alright. So, Trevor schafft es aber nicht mehr aufs Dach. Bin bereit. Und das gleiche wird für Fox der Fall sein. Na, ich bleib mal doch hier hinter. Gut, dann ist die Runde für mich erstmal vorbei. Und ich hoffe, Ira kriegt jetzt nicht gleich einen Kopfschuss von dem Schwarzhemd da ab. Ich habe jetzt nämlich auch vergessen zu speichern nach dem Zug. Aber nach dem Zug speichern ist eben immer schwierig. Besser vor dem Zug speichern. Okay. Kann man auch in der INI einstellen? Na gut, dann müsste ich halt noch mal raus. Ach so, nicht die Milizen. Ja, nee, das will ich dann auch gar nicht. So, dann beschieß den mal. Ja, lauf nur immer weiter nach vorne. Das ist eine richtig gute Idee. Nur weiter nach vorne laufen und keinen Schuss abgeben. Das ist wirklich eine tolle Idee. Und sie trifft leider nicht. Also, was die Milizen machen, ist schon teilweise sehr kurios. Ja, mich wundert auch manchmal, warum die Schüsse so langsam sind. Weil sie be bewegen sich auch relativ langsam, ne? Ja, Windows 10. Nee, den Patch habe ich nicht installiert. So, da ist ein weiterer Gegner. Und der schießt jetzt auch. Und trifft den ersten Milizen schon ordentlich.
und begibt sich gleich mal wieder in Deckung. Wenn du das ohne große Probleme weißt, ungezogene, mit dem Bug, wie man den beheben kann, dann kannst du mir gerne mal per Direktnachricht über Twitch einen Link dazu schicken. Dann würde ich den vielleicht installieren, sofern das geht. Ich bin halt unsicher, ob das halt meinen Spielstand beeinflusst, dass ich dann den Spielstand nicht mehr weiterspielen kann. Also, ja. Ich denke mal, jetzt werde ich, wenn der Gegner jetzt gleich dran ist, werde ich bestimmt schon ein paar Milizen verlieren. Das heißt, mein Spielstand wird Bin bereit. davon. Oh. Okay, die sind nicht dran. Die sind noch nicht dran. Das heißt, mein Spielstand wird davon nicht betroffen sein. Aber dann wäre halt noch die Frage, wo kriege ich diese also diese Direct Draw Datei, diesen Patch her? So, du bleibst unten. Trevor muss ziehen. Ja. Du kannst mir doch per Direktnachricht auf Twitch schreiben. Oder willst du mir direkt die Datei schicken? Okay, gut. Dann sind jetzt erstmal alle auf dem Dach. Und Ira könnte auch die Gelegenheit wahrnehmen und den ersten Schuss abgeben auf den Gegner. Der Schuss ging jetzt ganz schnell. Interessanterweise. Jetzt hat er sich zumindest schon mal abgeduckt und ein paar AP verloren. Und mit ihrer Makarov habe ich ja auch Hier. genug Munition. Das ist jetzt kein so großes Problem. So, Grizzly, geh mal noch einmal ein bisschen höher und mach ein paar Schritte nach vorne. Okay, und bleib erstmal. Ups. Bleib erstmal so und schau einfach Hier. mal ins Spielfeld, ob da irgendwo Gegner in euer Sichtfeld kommen, die ihr dann unterbrechen könnt. Ja. Wenn der wieder aufsteht zum Beispiel, dann müsste der bei Grizzly eine Unterbrechung vielleicht erzeugen. Vielleicht. Eins dreizehn Docks und dann. Ach so, der Spielzug. Die waren ja schon dran, genau. Die waren ja schon dran. Das war jetzt aber ein schlechter Treffer. Verdammter Mist. Okay, für Chris und Grizzly. Für Grizzly wollte ich aber für den gar keine Hier. Unterbrechung haben. Und der versteckt sich einfach hinter den Zivilisten. Der Feigling. Ist egal, ich riskiere das jetzt. Und für Grizzly werde ich die Unterbrechung nicht nutzen, weil Grizzly einfach schon mal nur noch 38 AP hat.
Die würde ich gerne lieber für den anderen nutzen, wenn der... Okay. So viel dazu. Der erste ist auf jeden Fall schon mal tot. Oder die beiden hier sind quasi beide schon tot. Da sind die Verbrecher. Ja, also irgendwas habe ich installiert tatsächlich, aber ich bin mir nicht sicher, was. Ist auch schon eine Weile her. Aber war das betreffend? Ich weiß nicht. Also es sind eine ganze Menge Gegner im Sektor, wie man an dem Ladebalken sieht. Da kommt noch einer ins Sichtfeld. Bin bereit. Und Fox bekommt eine Unterbrechung für Wien. Wen siehst du? Der ist hier in ihr Sichtfeld gekommen. Das funktioniert aber nicht. Noch auf den zu schießen. Ja, Grizzly hat leider die Unterbrechung nicht bekommen. Ja, jetzt müsst ihr aber auch treffen, ne? Stehen quasi direkt vor ihm. Ja, das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Komm, werft euch mit in den Kampf. Was soll das, wenn ihr da oben abcampt? Eure Mitmilizen brauchen Verstärkung. Kannst nichts sehen am Fenster. Ja, die Milizen kommen auch nicht aufs Dach geklettert. Warum eigentlich nicht? So ein bisschen die Frage. Aber das machen sie eigentlich nicht. Ja, die Gegner können das ja auch. Also rein theoretisch hat die KI das jetzt hier in 1.13 drauf. Was bei Vanilla nicht ging. Im Original Jagged Alliance. Da konnte man sich im Prinzip auf dem Dach für ewig sichern. Und da sind halt die Gegner nicht aufs Dach geklettert. Und dann konnte man halt immer wieder speichern und neu laden, wenn man... Ah, schade, schade. Der ging daneben, der ist immer noch unverletzt. Wenigstens schon mal ein Treffer. Ich hoffe, Chris kann ihn erwischen und erwischt nicht den Jungen da. Ja, dann konnte man sich halt auf einem Dach verschanzen und immer wieder den Kopf hoch machen. Und wenn man mal getroffen wurde, dann hat man halt neu geladen, bevor man den Speicherstand, bevor man den Kopf hoch gemacht hat. Also ganz so. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ganz so einfach ist es jetzt hier in 1.13 nicht. Da kommen die halt auch hoch aufs Dach. Bin bereit. Und können einem mächtig Ärger machen. Ich habe gehofft, dass ich den hier sehe. Aber ich bin ein bisschen zu weit weg trotzdem. Vielleicht mache ich noch einen Schritt nach vorne. Und
versuche ihn dann mal aus dem Rennen zu nehmen. Das hat leider nicht geklappt und jetzt muss ich halt schon gucken, dass ich noch runterkomme, das sollte klappen. Schlaf schön. Ich bleib geduckt, der Gegner wird wahrscheinlich auf die Milizen zuerst schießen. Die sind ja ein einfacheres Ziel für ihn. Ja. Okay. Ach ja, Trevor mit seiner Munitionsknappheit. Naja, schauen wir mal, wie lange wir damit noch hinkommen. Gut, das lohnt jetzt auch nicht mehr. Gehen wir zu dem anderen Team. Das andere Team hat die Möglichkeit, auf den hier hinten zu schießen. Jetzt werde ich mal Grizzly schießen lassen. Trifft leider nicht und so kann er sich auch nicht mehr abducken. Ist aber okay. Der wird auch nicht auf die da oben schießen. Er soll es nochmal versuchen. Ow! Ja. Super, Grizzly, du hast das Kind getroffen. Hier. Der hat sich aber echt gemein hinter dem Jungen versteckt. Kritisch. Oh, jetzt schon kritisch. Nach einem 6. Sechs Lebenspunkte Treffer. Okay, soll nicht sein, würde ich sagen. Ah, jetzt schießt er auf dem im Fenster. Auch ein One-Shot-Kill. Und noch einer weniger. Oh je, die sterben ja wie die Fliegen hier. Und die Milizen bleiben einfach. Ach, die Milizen. Die Zivilisten bleiben so stehen, dass der gedeckt bleibt. Das gibt's ja nicht. So, dann könnte ich schon überlegen, ob ich mehr ins Feld reinrenne. Weil. Ah, aber jetzt sind hier schon die Nächsten. Um an den hier ranzukommen, der ist nämlich wirklich gefährlich. Ist wie gesagt auch ein Schwarzhemd oder Grauhemd. Und und der schießt halt von da hinten und keiner kommt an denen wirklich dran. Ja, das lohnt sich jetzt hier für mich nicht. Und wahrscheinlich, weil ich nicht in Reichweite bin, werde ich den auch kaum eine Chance haben, den zu treffen. Da hinten. Ohne nur meine Munition zu verbrauchen. Und wenn die Milizen da auch nicht näher rangehen, beziehungsweise sich so doof anstellen wie die beiden hier, der im Fenster hat sich ja nicht so doof angestellt. Der hat sich dann nur zu doof angestellt, sich wieder zurückzuziehen. Es ist wieder einer weniger. Ja, die rennt auch nur vor. Guten Abend, Dev Mato. Okay. Da haben wir unseren anderen Jagged Alliance-Spieler, deutschsprachigen, auf Twitch. Mehr Jagged Alliance 2-Spieler sind mir noch nicht untergekommen, die in Deutsch streamen. Ja, ich bin in Drassen und das ist schon direkt eine große Herausforderung hier. Weil das Gebiet ist komplett umstellt. Von den Drunners Truppen.
Ich habe jetzt 32 Milizen mit in den Sektor genommen, die mich unterstützen bei dem Kampf gegen Daedrannas Truppen. Ich glaube, in dem, im Sektor selber sind vielleicht, naja, ich schätze mal so 20 Gegner. Aber der Sektor ist halt umstellt. Also wenn die 20 tot sind, dann kommen wahrscheinlich mehr. Oder vielleicht schon währenddessen. Ja, ihr Zivilisten, geht doch mal weg von dem. Geht doch mal weg von dem. Aber der Junge geht nicht weg. Ja. Ja, hier ist es noch ganz besonders häufig so, dass die nicht aufhören nachzukommen. Hier. Guck mal, wie der Sektor aussieht. Da sind noch richtig viele. Und die wollen hier alle ihre Freunde schützen. Guck mal, wie viel sind es jetzt hier? 11. 11 sind es noch drin. 11 sind noch drin im Sektor. Und 32 Milizen. Wobei ich jetzt... zwei Gegner sind tot und von mir sind im Grunde, der ist tot, der ist tot, der hier hinten ist auch tot. Und der auch. Also der kann vielleicht immer schießen. Also von mir sind schon drei tot, von denen sind erst zwei tot. Von daher, also von meinen Milizen sind schon drei tot. Chris, du musst ihn treffen. Okay, jetzt liegt das Kind wenigstens auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, ob das was mit meiner Moral macht, wenn ich hier die Kinder erschieße. Gut ist es sicherlich nicht. Okay, dann Grizzly. Ja. Du siehst den jetzt nicht mehr. Gehst du mal einen Schritt nach vorne, dann wird es wieder gehen. Okay. Tja. Tja, tja, tja. So, okay. Bin bereit. Fox kann nach vorne gehen. Oh, ein, zwei Schritte kann sie schon noch vorgehen. Gehen wir erstmal ein. Feindberührung. Reicht auch schon. Ist aber sehr weit weg. Auch schwierig, den zu treffen. Da ging es wieder ab. Da gingen die Schüsse wieder ab. Und Fox hat getroffen. Oh, Devmato. Herzlichen Dank für die Subscription. Das ist sehr lieb von dir. So. Ja. Okay. Gut, dann holen wir zumindest... Oh, Trevor sieht ihn nicht. Trevor sieht ihn nicht. Hinter dem Stein. Gehe ich einen nach links. Und ich sehe ihn. Na, dreh mich hin. Ich sehe ihn trotzdem nicht. Gut, Trevor, dann. Hier war ja auch noch einer. Guckst du mal dahin, würde ich sagen. Und zielst, falls der um die Ecke kommt. Okay. Der hat mal nicht getroffen. Aber jetzt ist es relativ... Jetzt ist es relativ freies Schussfeld zumindest für meine Milizen. Ich hoffe, die können den jetzt mal... Können den jetzt mal zumindest ein bisschen ankratzen. Weil der ist noch ziemlich gesund. Der wurde, glaube ich, einmal mit minus 8 Lebenspunkten getroffen. Ja, die haben auch fette Gewehre. Auch die Rothemden haben ziemlich dicke Gewehre. Und da ist noch ein grauer.
Okay. Nicht schlecht. Zum Glück ging das alles daneben. Bin bereit. Fox, du sollst keine Unterbrechung bekommen. Grizzly soll die bekommen. Nee, Trevor. Für den. Für den sollte Trevor die Unterbrechung bekommen. Kam leider nicht. Duckt euch bloß hinter den Steinen ab, Leute. Sehen wir nicht, wo der... Ja, ging eh daneben. Ging eh daneben. Die gehen nur näher ran, um sich besser erschießen zu lassen. Und schießen dann daneben. Komm, treff doch mal. Treff doch einfach mal. Und die bleiben halt einfach da oben. Ach, ich habe mit Ira wieder keinen Zug gemacht. Ich vergesse manchmal einfach meine Söldner. Ich vergesse sie einfach mal komplett. Also nur rumliegen sollte sie auch nicht. Das ist dann doch ein bisschen Verschwendung ihres Potenzials. Was macht er denn, anstatt er auf ihn mindestens einmal schießt? Ja, der ist doch mal gut platziert. Der war doch mal gut platziert. Der konnte ihm mal eine Kugel noch mitgeben. Das hat ihm ein bisschen AP abgezogen, aber das wird ihn jetzt nicht daran hindern, in der nächsten Runde noch einen Milizen zu erschießen. Denke ich mal. Ow. Die ist auch getroffen worden, okay. Bin bereit. Oder, nee, das war der Junge, ne? Das war der Junge. Der Junge mit den grauen Haaren war das. Okay, jetzt sieht Fox die auch nicht. Ach, wisst ihr was? Ich gehe näher ran mit Fox auf jeden Fall schon mal. Fox braucht mit ihren Pistolen einfach auch die Nähe. Und solange ich hier so viele Milizen habe, die potenzielles Kanonenfutter für die Gegner sind, hoffe ich, ist Fox jetzt nicht die direkte Kandidatin für einen gezielten Schuss der Gegner. So, Trevor, nimm dir mal den vor, natürlich nicht mit Feuerstoß, sondern mit einem gezielten einzelnen Schuss. Leider nein. Solange der Vorrat reicht, würde ich sagen. Also den kannst du nochmal machen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Das, so ein Rothemden könnte das halt schon ganz gut AP abziehen. Und Ira lasse ich mitgehen mit Fox. Weil die hat auch nur Pistolen. Und von da oben... Ah, die schafft es bis hinter die Tonne. Dann renn mal bis hinter die Tonne. Ich glaube nicht, dass ich im Sichtfeld von irgendeinem Gegner dann schon bin. Okay, Chris. Hier. Neue Chance, den hier eins mitzugeben. Das ist gut, das ist gut, Chris. Noch ein Treffer, bitte, noch ein Treffer. Bitte noch ein Treffer.
Okay. Ja. Das Grizzly trifft, bezweifle ich. Aber wir versuchen es. Oh, Grizzly, danke dir. Danke dir. Hallo, Two Brace. Schön, dass du auch reinschaust. Ja, es ist schon recht spät. Ich habe auf jeden Fall jetzt beschlossen, ich werde definitiv hier nur die Truppe machen und danach Schluss machen. Sollten die Gegner während des Kampfes schon reinkommen und die anderen unterstützen, werde ich wahrscheinlich zwischendurch unterbrechen. Mal gucken. Also die Treffer, die jetzt von Grizzly und von Chris noch dazu kamen, können vielleicht dafür sorgen, dass der nicht schießen kann in dieser Runde. Schauen wir mal. Puh, also ich glaube, die ist auch aus dem Rennen. Ja, ist okay. Ist okay. Mir geht's ganz okay. Ich habe gerade Halsschmerzen, leichte Kopfschmerzen. Aber ist nicht so schlimm, dass ich nicht wach sein möchte oder so. Und das Spiel lenkt ganz gut ab. Treffen halt auch einfach immer, ja. Das war die Frau hier, die graue Frau. Die war noch eine graue Söldnerin von Daedraenor. Oder Armeepersonal. Ja, die steht jetzt zwar wieder auf. Komm, den schafft ihr jetzt. Ich hab ihn vorbereitet. Ihr müsst ihn nur noch umhauen. Okay, einmal Werbung. Weiß ich gar nicht, ob ihr die Nachricht jetzt gesehen habt von. Ja, sehr schön, sehr schön. Mama wäre stolz auf mich. Okay, ja. Ich meine, der Link wurde jetzt weggeblockt. Oh, das war auch ein guter Treffer. Und der war auch super. Ich meine, jetzt muss ich sowieso vor mit meinen Leuten. Ja, na gut, das bringt dann aber nicht so viel, wenn ich irgendwie einen. Ich meine, die legen halt dann. Er legt dann halt irgendwie 822 an, ne? Dann könnte halt. Oh, schön, schön. Man könnte halt generell die Bots noch aggressiver machen, dass die dann noch mehr sperren. Oder Moderatoren finden, die zuschauen und oder die relativ oft zuschauen und sich dann darum kümmern. Ja. Aber ihr seht ja den Link auch nicht, ne? Also der Link ist ja weggeblockt. Nehme ich mal an. Okay, so.
Ira, du rennst hier rüber. Schaut mal, hier! Wodka ist nicht so wichtig. Die Munition vielleicht schon. Wobei, Wodka kann ich zum Herstellen von sehe ich die? Nee, Moment mal. Falscher Sektor, oder? Nee, ist richtig. Ach, die ist es. Nee, die kann ich nicht brauchen. Da hat also jemand ein schönes Gewehr, aber dadurch, dass ich nicht alles fallen lasse, bekomme ich dieses schöne Gewehr dann leider nicht. Sondern nur seine Munition, die ich noch nicht verwenden kann. Da ist irgendwas. Genau, genau. 9x19mm, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Die sollte ich auf jeden Fall auf dem... Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt sehen musste. Auf dem Weg einsammeln, ja. Die Leichen möchte sie nicht sehen. Kann ich verstehen. Sicherlich kein schöner Anblick. Hier. So, wenn ich jetzt mit Chris 2 Schritte vorgehe, sehe ich den dann? Nee, ich sehe ihn nicht mal. Ja. Das heißt, wir müssen da jetzt eh runter und rein ins Getümmel. Es lohnt sich jetzt nicht mit Chris noch den hier runter zu gehen, denke ich. Hier. Deswegen werde ich stattdessen mit ihm einfach in Deckung gehen und mal anvisieren und wenn der jetzt weiter vorkommt, dann kann ich nochmal schießen. Okay. Yep. Trevor kann vielleicht noch einmal auf den da... Na komm, nimm doch mal meine Aktion an. Den da schießen. Nein, nicht mit Feuerstoß. Immer noch nicht mit Feuerstoß. Sehr gut, den hätten wir. Right on. Den hätten wir, der ist kritisch, der ist noch gesund. Der ist auch noch gesund. Hier liegt ein Gewehr. Da liegt ein Gewehr. MP5, eine MP5 liegt da. Die ist jetzt hier aber in der... Oh, nein, 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 nein. Das wollte ich doch gar nicht. Die ist jetzt hier in der Inventaransicht. Ach doch, die ist da zu sehen. Das ist die. Okay. Die sieht ja genau so aus wie die von... Die Trevor gerade hat. Nee, nicht Trevor, sondern Grizzly. Ist die gleiche. Und die hat auch den gleichen Schalldämpfer dran. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich die kriegen würde. Da... Hä? Unten fast leeres Magazin. Sehr eigenartig. Wäre trotzdem gut, wenn ich die kriegen würde. Schon alleine wegen des Magazins. Okay, gut. So, wer ist noch offen? Niemand mehr. Lassen wir die Runde umgehen. Also, der hatte eine gute Chance, irgendwen zu treffen in dem Pulk. Und dieses Mal klappt's auch. Da die Frage, warum liegt es da? Da ist ja nicht mal einer gestorben. Das ist, glaube ich, ein Bug. So. Da hat sie den nächsten erledigt. Dann hat sie eben den nächsten erledigt. Der geht hinter den Stein. Das ist ja schon mal gut. Aber er sollte zumindest noch in Deckung gehen.
Und die entscheiden sich auch nicht näher zu kommen, sondern bleiben da oben. Ja, an die muss ich irgendwie rankommen. Am besten mit Grizzly und Chris hier auf das Dach und dann von oben. Devin im Sektor mit seiner dicken Knarre muss hier auch immer noch. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ja. Immer noch rumstören. Ja. Na mein Gott, renn einfach mal dahin. Ich glaube nicht, dass jetzt einer angerannt kommt. Die sehen ja hier schon ganz gut. Hier. Chris, runter. Und dann rennst du auch, soweit es noch geht. Und dann versuchen wir hier aufs Dach zu kommen und die beiden vom Dach aus zu erledigen. Das wird auf jeden Fall ein spannender Moment, ob das ohne große Probleme abläuft. Denn da gibt es definitiv eine Gefahr, dass beim ersten Hochkommen meines Söldners schon ein Schuss fällt und so gut wie die damit ihre Waffe umgeht, diese gegnerische Soldatin könnte das ja widerlich. Direkt mal einen Kopfschuss bedeuten. Und ein Kopfschuss kann auch schnell mal der letzte Schuss sein. Und sehr viel Intelligenz abziehen. Gut, okay. Und Trevor. Ja. Yep. Du kommst auch runter. Komm, reagiere. Reagiere. Also irgendwas stimmt schon nicht, ja. Also wie vorhin schon geschrieben wurde, die Einheiten bewegen sich relativ langsam. Ich werde jetzt mal zwischenspeichern wieder. Das war ein blöder Moment, um zwischenzuspeichern. Eigentlich am Anfang der Runde. Ja, hat ihm viel geholfen, dass er hinter dem Stein war, würde ich sagen. Hätte er sich abgeduckt, wäre schon viel besser gewesen. Ich weiß nicht, ob man ihn abgeduckt hätte noch sehen können. Da hat sie jetzt, glaube ich, zu wenig AP, dass sie da noch mal einen Schuss abgeben kann. Ja. Müsste sich auch noch drehen. Aber das ist der, das Rothemd, was neben der sitzt. Und sie kommt jetzt auch näher. Das mache ich definitiv auch noch, ungezwungener. Also das mache ich, wie gesagt, wenn ich den Kampf hier beende, wenn ich diesen Trupp hier geschlagen habe, dann schaue ich mir an, ob ich diese Dateien habe. Also danke auf jeden Fall für den Tipp. Also was halt auch noch, weiß nicht, ob das damit auch was zu tun haben könnte, dass einfach manchmal ich mit der Maus drücke und es passiert halt nichts. Also ich muss, gerade bei Trevor musste ich irgendwie 4-5 Mal drücken, dass er die Aktion durchgeführt hat. Geh doch noch näher ran und schieß nicht. Also die Bewegung zu sehen hier oben, die kann man sich definitiv sparen, weil da passiert halt gar nichts. Die bewegen sich und machen nichts.
Naja, wenn sie nicht da sind, dann habe ich gesehen, dass sie nicht da sind. Dann müsste ich sie erstmal suchen, um sie zu ersetzen. Ja. Okay. Hier. Ja, mit Glück, genau. Also ich meine halt, wenn sie nicht in dem Ordner liegen. Was ist das? Naja, das ist auch nur eine Pistole. Ja. Klingt mir aber exotisch. So, jetzt sind hier schon eine ganze Reihe von... Hallo Weizenspam, schön, dass du auch wieder da bist. Ganze Reihe von... Ja. Gegnern, die sich dazu gesellt haben. Mir kommt gleich das Frühstücksei hoch. Oh, fucking hell. Was kann das sein? Ich meine, die habt ihr alle erschossen, ja? Also. Also, die sind alle. Ja, gut. War wieder eine blöde Zeit, um ein Spiel zu speichern, aber besser als beim letzten Mal. Bin bereit. Okay, ich schau mal, wenn ich aufstehe, ob ich irgendwas sehen kann. Tatsächlich kann ich, aber die sind alle recht weit weg. Also, ich denke, die haben ihre Aktionspunkte verbraucht und werden jetzt keine große Chance auf eine Unterbrechung haben. Ich habe gespeichert, im Zweifel muss ich neu laden. Verflixt. Genau, das wollte ich. Das wollte ich. Ich wollte gerne einen sehen, der idealerweise sogar in Waffenreichweite ist. Und es ist er. Nur trifft Fox nicht. So, Ira bringen wir auch dahin. So, das ist der auch in Waffenreichweite. Vielleicht trifft ja mal die Ira. Hast du gut gemacht, Ira. Ja, es wird gleich hier ziemlich übel. Nee, das riskiere ich jetzt nicht mehr. Und damit wäre die Runde beendet. Ah. So, die knallt wahrscheinlich hier gleich mal wieder einen weg. Nee, hat nicht getroffen. Wo schießt er denn hin? Ist da einer drin? Ist da ein Miliz drin? Okay, also die gegnerischen Züge gehen mal schon mal ein bisschen schneller von der Hand. Weil schon ein paar gestorben sind. Na. No. Der ging daneben, würde ich sagen. Das ist, denke ich, ein ganz guter Treffer und auch gut, dass er sich mal in Deckung begeben hat. Von Deckung halten die Milizen ja nicht so viel. Stattdessen halt vorstürmen und dann da bleiben.
Und die andere Hälfte bleibt halt irgendwie am Startort und bewegt sich gar nicht in den Kampf. Oder kommen die jetzt dazu, vielleicht mal endlich? Okay, meine Tagesernte in Forge of Empires ist jetzt fertig. Aber ich glaube, es ist jetzt überschaubar. Ich glaube, das sind die Gegner, die noch übrig sind, die wir jetzt hier sehen. Und um die muss ich mich jetzt noch kümmern. Und dann werde ich eine Streaming-Pause machen bei Forge of Empires. Einsammeln. Vielleicht ist auch Livestream, wenn ihr wollt, aber dann muss halt jemand da sein, der sagt, dass er gerne möchte. Ja. Okay. Ich versuche jetzt mal mit Trevor den zu holen. Und da würde ich jetzt die Waffe wechseln auf seine Schrotflinte. Nein, die ist leer. Ich glaub's ja nicht. Ja. Nee, die ist doch nicht leer. Ach so, er muss pumpen. Er muss pumpen. Wie viel kostet es mich denn hier wieder in Deckung zu gehen? Ah, das ist eine... Das ist natürlich jetzt auch ärgerlich. Ich brauche 8. 8 brauche ich noch. Ich kann ungezielten Schuss machen. Das ist zu viel. Ungezielter Schuss geht. Natürlich nicht. Oh shit, die Waffe ist leer. Naja. Das hätte besser laufen können, würde ich sagen. Also der gezielte Schuss, der hätte ihn, glaube ich, weggefegt. Oder ich hätte dann doch noch mal auf die Pistole wechseln müssen. So, Foxy, komm noch mal einen Schritt vor. Yes. Den will ich jetzt. Der bietet eine breite Flanke. Perfekt, Fox. Perfekt. Ira. Sieht niemanden. Kommt auch noch einen Schritt vor. Komm, knock ihn einfach aus. Hat nicht ganz gereicht. Okay. Hier. Gut, Chris aufs Dach. Ein Stück in die Mitte gehen. Da sollte er noch nicht gesehen werden, zumindest von keinen Gegnern in unmittelbarer Nähe. Das könnte eigentlich nur jemand mit einem Sniper-Gewehr aus der Entfernung, denke ich, einsehen. Mit Grizzly gehe ich lieber hinter ihn. Verdammt. Der sieht den jetzt da. Und ich duck mich ab. So, habe ich noch was zu tun? Nee. Ja, ihr macht's ihnen leicht. Ihr macht's ihnen leicht. Wird sie wohl auch nicht mehr nutzen können. 26 mit 2 Waffen. Wie schaut es denn mit einer aus?
Ach, ich kann gar nicht eine ablegen. Ich kann nur mit. Na doch, ich könnte hier tauschen mit einer Crowbar. Ah, da könnte ich noch einen Schuss abgeben, aber der ist auch ungezielt und von daher, weil das viel zu weit weg ist, ich glaube, das hat keine Chance. Das ist auch immer spannend. Die Gegner treffen eigentlich fast immer. Und meine Milizen schießen eigentlich fast immer daneben, wenn sie denn überhaupt schießen. Meistens schießen sie ja nicht mal. Genau. Schön ungedeckt einfach da stehen bleiben. Gute Entscheidung. Okay, der ist aus dem Rennen. Einer weniger. Denk ich zumindest. Denke mal, der wird jetzt bei stirbt sein. Ja, die schießen sich auch gerne selbst über den Haufen, das weiß ich. Auch weil sie ja so gerne Bin bereit. alle aufeinander stehen. Ja, das Kind ist immer noch nicht gestorben. Armes Kind. So, speichern. Ist der jetzt im Status stirbt? Ja, der ist im Status stirbt. Aber da werden die Milizen bestimmt auch noch drauf schießen, auf den quasi Toten. Um noch Munition zu vergeuden und sich nicht um Wichtige kümmern zu müssen. Fantastisch. Okay, gut, den hätten wir. Dann zu diesem. Das geht auch noch mit hinlegen. Sehr schön. Auch noch ein Treffer. Noch ein paar APs verbraucht. Ira sieht den schon. Na dann. Versuch's. Sieht gut aus. War irgendwie vorbei. Der war irgendwie da war ein Abpraller. Noch ein Abpraller. Okay. Trevor. Trevor steht ja jetzt dummerweise hinter der hier, aber. Und er hat kein geladenes Gewehr. Ich würde jetzt mal mit der Pistole versuchen. Er wird ja wohl an ihr vorbeischießen können. Wie steht er denn da? Doch, er kann an ihr vorbeischießen. Okay, auch ohne sie zu treffen. Warum hat er denn so Probleme zu zielen? Mein Gott. So, 8 brauche ich noch. Das reicht noch für einen ungezielten. Gut, zumindest ein Treffer. Und jetzt kommen wir zu Chris. Hier. Und Grizzly. Jetzt sehe ich einen, aber das ist der, der gerade stirbt. Ich stehe mal auf, dann müsste ich alle sehen. So, die muss dringend. Wenn die jetzt aufstehen, sehen sie mich, aber die haben so viel anderes Material, was sie da. Ja. So viele andere, die sie beschießen können, die werden, glaube ich, nicht mich da beschießen.
Ich hoffe es. Wenn doch, dann. Na, vielleicht nochmal von vorne machen. Den Speicherstand. Naja, zumindest ein paar AP hat er ihm geraubt. So. Die ist auch hinüber. Schieß auf ihn, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Komm, komm. Nein, geh nicht noch näher ran. Ja, die wollen immer in Waffenreichweite gehen. Und das ist das Problem. Sie haben halt jetzt noch keine guten Waffen. Und in Waffenreichweite heißt einfach verdammt nah dran. Ja, er schießt ihn, der stirbt. Das ist sehr wichtig. Ich habe nicht gesehen, was er ihm abgezogen hat, aber ich habe rausgetappt. Okay. Nochmal Alt drücken. Okay, gut. Ja, komm. Da triffst du sie doch auch gut. Nee, ich glaube, der hat. Der den Treffer. Nee, doch, das war ja eine weibliche Stimme. Dann muss er ja sie getroffen haben. Er wäre dann der nächste Kandidat für Sterben. Durch den. Also dessen Hand. Vielleicht beende ich jetzt hier einfach mal die Sache und versuche mit sie trifft so nicht. Ich spare das auf. Ich versuche jetzt mal mit Fox den hier. Bin bereit. Den hier zu kriegen. Bevor der noch mehr Milizen hier erledigt. Ein Schuss müsste eigentlich reichen. Ein gezielter Schuss in den Kopf von da oben, das ist so nah. Tja, 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 tja. Wo dreht sie sich hin? Gucken ihre Beine jetzt noch da raus? Kann er noch ihre Beine sehen? Das war nicht gut. Okay. So, okay, Trevor. Yep. Zwölf verbraucht. Ja, ein Schuss sollte er sich leisten können. Reicht nicht. Ich mache nur einen Seiten. Dürfte außerhalb des Sichtfelds sein. Okay, so, Chris. Hier. Jetzt hockt sie, jetzt kann er sie noch besser treffen. Ah. Sehr schön. Ah. Sehr schön. Und Grizzly. Ja. Trevor ist sehr beweglich, glaube ich.
Ach, jetzt siehst du den nicht mehr. Ist doch interessant. Hat der sich überhaupt bewegt? Verdammt. Das reicht doch, um sich wieder hinzulegen, oder? 8, glaube ich, ne? Ja. Aber wahrscheinlich sieht er mich. Ich habe die Taste vergessen. Ich habe die Taste vergessen. Aber ich habe sie doch gestern aufgeschrieben, ne? Shift C. Shift C. Ja. Keine Ahnung, ob der mich sieht. Keine Ahnung. Aber wenn ich ihn sehe, Gut, dann Hammers. Hammers. Oder gehe ich mit Ira noch ein... Ich gehe mit Ira noch einen nach vorne mit ihren Actionpunkten, die sie jetzt hat. Ja, es ist, glaube ich, genau umgekehrt mit der Farbgebung. Ne? Also, schöne Treffen abgeben können. Jetzt rennt er wieder raus. Ja, vergeude doch noch mehr Munition auf den, der schon stirbt. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Und treff ihn einfach nicht. Renn doch hin und hau ihn um. Genau. Genau, ich die Farbgebung ist andersrum. Ah, zumindest ist der jetzt erstmal erledigt, würde ich sagen. Der konnte nichts mehr machen, den auf den Fox geschossen hat, weil der zu viele Treffer einstecken musste. So, die stirbt auch. Aber sie werden natürlich noch weiter auf sie schießen, weil macht keinen Sinn. Das Kind lebt immer noch. Das grauhaarige Kind. So, Ira. Kümmere dich um den. Zumindest als Schussübung. War nicht nah dran, aber... War schon besser. Meine Knarre ist leer. War auch gut. Okay, so. Jetzt will ich Fox. Bin bereit. Nochmal eine Chance geben. Sieht sie ihn nicht auch, wenn sie hockt? Nee. Der ist jetzt kritisch. Da reicht eigentlich ein Torso-Schuss. Fantastisch. Bleibt sie auf dem Dach hocken. Gut, ist dann halt so. So, Trevor. Ja. Geschicklichkeit hat er sehr viel. Alright. Was ist das? Kevlar-Weste. Juhu! Nein, du sollst sie doch nicht aufnehmen, mein Gott. Was kann das sein? Also, da ist was. Du hast schon eine Kevlar-Weste und deine ist unbeschädigt. So, wir schauen mal, wie viele Gegner sind denn hier noch? Es sind noch ganz schön viele. Ich hatte jetzt 3 auf dem Radar, aber
Die drei hatte ich noch im Blick. Die anderen sind jetzt gestorben. Okay, dann ist das jetzt nicht ungefährlich mit Trevor. Wo er da steht, ich renne ich lieber noch ins Haus, würde ich sagen. Ah, der hat echt viele AP. Juhu! Was kann das sein? Nebelgranate. Okay. So, Ira. Nee, jetzt habe ich alle verbraucht, ne? Nee, stimmt nicht. Hier. Chris und Grizzly fehlen noch. Ja. Ich würde es erstmal mit Grizzly versuchen. Dass er vielleicht den hier mal... Ja, am besten du schießt einfach in die Wand. Hier. Okay, Chris. Die wird ja jetzt sterben hier. Aber der ist nur verwundet. Das heißt, um den müssen wir uns noch kümmern. Das war nix. 26, das geht auch noch. Oh, der war knapp daneben. Ich werde hier gleich nochmal ordentlich rumrennen müssen, um die... Wenigstens das. Um die Gegner zu verbinden. Die Gegner, die Milizen zu verbinden. Er weiß, wo sich die letzten beiden dann verstecken. Die scheinen sich ja dann ähnlich zu verhalten wie manche meiner Milizen. Dass die einfach in einer gewissen Gegend rumcampen. Kann ich ja den Zivilisten noch retten. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist da Blut. Kein Zivilist mehr. Sehr schön. Sehr schön, aber es sind immer noch drei, oder was? Immer noch drei. Ich sehe nur noch einen. Na, wer weiß. Also, da werde ich schon mal gucken, dass ich vielleicht so ein bisschen den Loot verteile. Der jetzt hier schon zu sehen ist. Über die taktische Ansicht kann ich das ja noch nicht. Das ist diese Waffe mit dem komischen Namen Barjak. Vor allem dieses 9x18. 9x18. Was war jetzt 9x18? Ist das 9x18? Nee. Leider nicht. Ich glaube, das ist die Munition, die auch für die Makarov ist, ne? Die in diese 9x18. Ja.
Die ist auch für die Makarov, aber dann auch für die Waffe von Chris. Nee, hä? Keine Ahnung. Ja, für meine Gewehre habe ich dann bald überhaupt keine Munition mehr, aber diese Munition hätte ich dann zumindest, die ich noch nutzen kann. Genau, das muss ich dringend holen. Alles andere ist eigentlich auch nicht so wichtig. Gut, dann Trevor, kannst du dich schon mal in die Richtung begeben, würde ich sagen. Hier Entdeckung. Okay, gut, dann Ira kann, glaube ich, noch einen Schuss auf den abgeben. Soll sie das tun? Also Makarov-Munition, daran mangelt es nicht. Ich muss noch weiter vorgehen. Noch weiter an die Kante gehen. Die soll jetzt nichts aufheben. Ich würde eine freie Schussbahn bevorzugen. Was stört denn deinen Schuss? Nö, will sie nicht. Gut, halt den Kopf unten. Bin bereit. Okay, Fox, runter mit dir. Okay, ungezogen. Schön, dass du dabei warst. Danke für die vielen Tipps. Hat mich sehr gefreut. Okay. Wer weiß, wo die campen, die beiden, die jetzt noch nicht zu sehen waren. Bis nächstes Mal. Ja, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und Defmato, der hier auch im Kanal war, der streamt auch Jagged Alliance 2. Da kannst du gerne auch mal reinschauen bei ihm. Okay, so, wen haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch Grizzly. Ja. Grizzly hat ja den Gegner da jetzt nicht mehr vor der Nase. Das heißt, ich werde mich auch mit Grizzly mal in die Richtung hier bewegen. Ciao, ciao, bis bald. Ja, ich gucke einfach mal mit Grizzly hier runter. Ob da noch einer kommt von den übrigen beiden. Das war's mit dem. Habe ich eigentlich überhaupt einen Gegner selber getötet? Ich bin gerade nicht sicher, ob am Ende nicht alles die Milizen gemacht haben. Also ich hab bei einigen mitgeholfen. So, wer hat denn überhaupt Grizzly? Ist das die? Ja, das ist die 10 mm Autowaffe. Da muss ich hin. Ja. Okay, dann Grizzly. Grizzly. Wir speichern. Du machst nochmal einen Schritt nach vorne. Krabbelst vom Dach. Krabbelst vom Dach. Dringst hier zumindest mal hinter die Steine. Chris. Geh an die Kante, um Grizzly Deckung zu geben, falls da jemand kommt. Hier. Okay, so. Trevor, du machst einfach das Yep. Gleiche, würde ich sagen.
Gibt's hier mal Deckung um die Ecke? Was ist das? Oh, 40er Magazin. Brauche ich das? Brauche ich das? Ist es nicht das hier, was hier drin ist? Mini 40? Ja. Fox, komm bin bitte bereit. Vor. Mal hier lang gucken. Falls da jemand kommen sollte und Ira. Ira, ja. Du als. Nee, du sollst nichts aufheben. Du sollst. Ich glaube, das ist die einzige Miliz. Ah, nee, hier hinten ist noch einer, der stirbt. Machen wir es so. Ira rennt zu dem und Fox rennt zu dem. Und ich hoffe, ich kriege die noch am Leben erhalten. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich gleich die. Der Kampf beenden. Also der Rundenmodus beendet. Das waren sicher noch nicht alle von den Männern. Oh. Okay. Ja gut. Ihr seid witzig. Ihr seid echt witzig. So, in dem Moment, wo der Rundenmodus beendet ist, kommt die Verstärkung. Und mindestens, und zwar mindestens von zwei Seiten. Und er erledigt erstmal die ganzen Milizen, die noch an den, an den Ecken rumhocken. Ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt überlebe. Also bisher ist es ganz gut gelaufen, aber ja, wie viele Gegner sind da gekommen? Das ist eine gute Frage und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt alle gekommen sind. Das werden wir gleich sehen, wenn wir in den wie viele sind alle? Naja, ich kann es schlecht sagen. Der Sektor war umstellt, sagen wir es mal so. Ja, klar. Box ihn. Und schieß dem eigenen Mann in den Rücken.
Schon geil, ne? Aber ich spiele das jetzt nicht aus. Ich spiele das jetzt nicht aus. Ich versuche hier noch an diese da ranzukommen. Das ist doch ein Bug. Das ist doch das komplette Inventar von irgendwie einem meiner Leute. Von einem gewissen Zeitpunkt. Aber gut. Ich nehm's. Was ist das? TV-Helm, Tasche, Putzlappen. Putzlappen ist nicht ganz unwichtig. So, das und das 10 mm. Ich hab's. Ich habe nicht genügend Actionpunkte, um das aufzunehmen. Ich will doch die. Das würde mir ja schon reichen, wenn du das hier in den anderen Slot packen würdest. Das hätte ich vorher machen müssen, ne? Das hätte ich vorher machen müssen. Ja gut, dann halt nicht. Dann halt nicht so. Ich schau mal, was der andere da noch gedroppt hat. TV-Helm, okay. Twaron-Helm. Und den Putzlappen. Eine Tasche. Joa. Not bad. Putzlappen und Wodka, ne? Das lässt sich gut verbinden, aber blöderweise ist der Wodka halt am anderen Ende der Karte. Nämlich da liegt der Wodka und hier ist eine Horde Gegner. Bin bereit. Ah, ja, aber jetzt ist Spam. Guter Tipp, stimmt, das wäre so gegangen. Leider jetzt zu spät, würde ich sagen. So, die Frage ist, wohin mit mir? Ist eigentlich fast egal an der Stelle, wo ich jetzt bin. An der Stelle würde ich jetzt erstmal Pause machen mit dem Streaming, weil das würde jetzt in der Ewigkeit dauern, glaube ich. Also, ja, also, die sind alle weg. Die Stadt war umstellt von hier, hier und hier unten. Und die sind jetzt alle raus aus den Nachbargebieten. Und sind wahrscheinlich alle bei uns in der Stadt. Ja, das sind wirklich extrem viele. Ich denke mal so jedes Team mit so 20 Leuten. Nee, nee, eher so 60, glaube ich. Also die. Ja, vielleicht nicht ganz, aber na, eher so 50, schätze ich mal. 50 werden es schon sein. Wie viele Milizen leben denn noch? 22. 22 mal Kanonenfutter habe ich noch. Also das wird jetzt, denke ich, eher eine Reload-Party an der Stelle. Ich muss mich jetzt irgendwie
Ach, 47, ja. Das steht ja, steht's ja da. Steht ja sogar da. Mensch, 47, genau. Ich muss mich jetzt irgendwohin verkrümeln, wo idealerweise noch relativ viele Milizen sich auch rumtreiben. Das wäre eher der Bereich hier, der Nord, der nordwestliche Bereich. Und da sind die relevanten Dächer eigentlich das, wo Chris schon drauf ist, oder das hier? Aber das, wo Chris aktuell drauf ist, davon kann er natürlich nicht bisher niemanden bekämpfen. Ich nehme mal an, hier wird dann auch noch eine Ladung von Gegnern kommen aus der Richtung, weil die von unten sind ja auch weg und der einzige Ankunftsweg von unten, ja, hier können sie nicht kommen. Der Einkunftsweg von unten ist halt hier auf der Breite. Die werden schon noch kommen. Aber das kann natürlich auch noch ein bisschen dauern, bis sie da sind. Also wäre eine Möglichkeit, dass ich mit Chris und Grizzly vielleicht hier auf dieses Dach wechsle und die anderen auf dieses Dach bringe. Oder doch sogar auf diesem Dach bleibe, wenn ich jetzt hier schon eh bin. Die beiden Milizen, die ich heilen wollte, die eine Miliz ist jetzt gestorben. Andere lebt noch. Also im Grunde sind es nur 21. Andere lebt noch, aber wer soll die jetzt noch verarzten? Das klappt nicht mehr. Ja. Ja, genau. Also ich denke auch, stimmt, der Teil, der von hier kommt, der splittet sich hier, kann sich ja auch aufsplitten. Oder splittet sich auch auf den, der da oben ist und der von unten kommt, ja. Wobei dieses Haus hier vielleicht nicht so schlecht ist, weil von oben kann da nichts kommen. Und dann kommen sie halt, die hier oben werden wir wahrscheinlich noch erledigen können mit dem Trupp an Milizen zusammen. Und dann würden die alle von hier kommen oder von hier zwischen den Häusern. Also das Haus ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Aber es hat eine blöde Form. Man hat da relativ wenig Deckung. Gut. So viel gesagt. Aber ich denke, das ist eine Sache von oder ein Problem von morgen. Ja. Wenn ich dann morgen weiterspielen sollte. So, jetzt kann ich die Munition. Oh, nee, es ist ja noch die alte Runde. Ja. Für Grizzly zumindest. Auf diesem Dach, ja. Dieses Dach ginge auch. Ups. Dieses ginge auch, ist aber. Ist nicht so ideal, denke ich. Da bin ich noch zu weit weg. Ich denke auch, ich sollte lieber meine Leute zusammenhalten, weil wenn die dann aufs Dach steigen, dann wird es ja auch noch mal wieder extra schwer. Und wenn ich dann nur zwei Söldner auf dem Dach habe, wo ich dann niemanden als Backup habe, der irgendwie AP übrig hat und mal schnell noch einen erledigen kann, dann habe ich auch ein Riesenproblem. Okay, naja gut, den Molotow-Cocktail kann ich leider nicht mehr zusammenbauen. Aber es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich die zumindest noch hier rüber kriege. Auf dieses Dach. Und mit Grizzly und Chris auf dieses Dach gehe, dann können die sich zumindest noch gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Oder schicke ich sie alle auf dieses Dach? Dann kann ich erstmal gar nichts machen, fürchte ich. Weil dann die Milizen vorrennen
und sich erstmal abschießen lassen. Ah, schwere Entscheidung, schwere Entscheidung. Okay, ich überlege mir das. Ich speichere an dieser Stelle in dem Streaming-Slot, weil ich kann ja dann zumindest den hier nochmal neu laden, falls es alles hier komplett schief gehen sollte, kann ich den neu laden und den Sektor vielleicht nochmal komplett neu angehen. Wenn es was bringen sollte. Eigentlich habe ich mich ganz gut vorbereitet. Vielleicht muss ich auch die Ini tatsächlich ändern, weil die Truppen sind einfach... Ich meine, jetzt da wirklich so viele Gegner zu haben, das ist schon ganz schön krass. 47. Und wir sind halt... Davon sind wieder so viele Graue auch dabei. Von den Gegnern. Und meine Milizen sind halt alle ganz einfache, schlechte Milizen. Mit wenig guten Waffen. Die meisten mit Pistolen. Ja. Und die rennen alle so weit ran. Oder wenn sie nicht in Reichweite sind, schießen sie nicht. Tja. Und dann sterben sie natürlich ruckzuck. Wenn da so ein Grauer liegt mit einem automatischen Gewehr. Okay, na gut. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ja, ich mache nicht mehr. Ich werde morgen wahrscheinlich spielen. Denn morgen ist meine Tochter bei meinen Eltern. Die darf morgen aus der Quarantäne und die wird morgen das Wochenende bis Montag zu meinen Eltern sein. Und da werde ich bestimmt nochmal Zeit haben zum Streamen morgen, denke ich. Ich weiß, dass sie schon mittags rum, also sie werden schon mittags rum wegfahren. Da hat meine Tochter ihren Sporttermin. Da werden sie hinfahren. Und dann wird es eine Weile dauern, bis meine Frau zurückkommt. Vermutlich. Und vermutlich werde ich dann schon mittags den ersten Jagged Alliance 2 Stream machen. Also falls ihr mittags schon könnt. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Aber dann wahrscheinlich auch nur... eine Weile, also nicht so lange. Also gut, ich habe jetzt auch nicht so lange gemacht. 2 Stunden, ne? Also 2 Stunden kann schon sein, mittags dann, ne? Und vielleicht schaffen wir dann 47 Feinde zu erledigen. Wenn ich auch die anderen Vorbereitungen noch gemacht habe, die ja vorhin erwähnt wurden von... Wie hieß sie? Naja, ich werde auf jeden Fall nochmal gucken mit diesen Dateien. Ich sehe es ja im Chat noch. Okay. Danke euch fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut. Danke für die vielen Kommentare und auch die Tipps, die ihr mir geben konntet. Und dann freue ich mich natürlich aufs nächste Mal. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ach ja, und nochmal danke fürs Abo, DevMato. Ciao, ciao. Gute Nacht. Ach so, noch was. Ich werde noch raiden. Wenn ihr noch drin bleibt und ich noch jemanden zum Raiden finde, dann raide ich noch. Dann könnt ihr euch noch ein paar Kanalpunkte mitnehmen. Also vielleicht noch nicht gleich weg sein. So, ich schaue nochmal rein. Ich raide rüber zu Jockeltraut. Ein anderer Forge of Empires Spieler, der streamt aber gerade Rocket League. Aber ist auf jeden Fall einer von denen aus
unserer Forge of Empires Streaming- und Videoproduzenten-Community. Leider ist gerade keiner für mit Jagged Alliance 2 online, aber ich werde dann, wie gesagt, zum Jockeltraut drüber raiden und wünsche euch viel Spaß bei ihm. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Typ. Macht's gut, nochmal, ciao!